Hallo Leute, da sind wir mal wieder bei den Optikern. Das ist mittlerweile die vierte Folge. Ja. Und heute haben wir was ganz Besonderes mit euch vor. Denn das war schon zu Anfang der zweiten Folge haben wir darüber geredet, bei der Watch Dogs Folge. Mhm. Da haben wir ein bisschen Feedback vorgelesen und da hat ein User uns eine ganz interessante Sache aufgedrückt aufs Auge, nämlich wir sollten mal unsere persönlichen Gaming-Highlight-Momente bringen. Mhm. Und zwar geht es da jetzt nicht nur um Momente der guten Grafik, wo man gesagt hat, wow, wie geil sieht das aus, was wir hier eigentlich vorhaben, aber auch so Sachen wie, boah, das ist aber jetzt einfach, das berührt mich. So, das ist ein Moment, der hat mich geprägt jetzt. Ja. So, insgesamt, von der Gesamtstimmung her. Jetzt nicht nur grafisch, sondern auch irgendwie, da ist was Tolles Gameplay-mäßiges passiert oder das hat mich voll mitgenommen, weil da so ein Schocker drin war oder sowas. Genau, aber es muss schon mit Inszenierung zu tun haben. Ne? Also es hat schon, vielleicht war ja auch eine Technologie komplett neu. So, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Dass durch so einen Techniksprung plötzlich was möglich war und der dann meistens am Anfang des Spiels irgendwie eingeführt wird mit so einer besonderen Szene oder so. Und dann merkt man so, boah, krass, okay, das ist. Gestern habe ich noch gedaddelt, heute gucke ich einen Film, so ungefähr. Wir werden gleich merken, dass das rückblickend meistens nicht mehr so ist, wenn man die Spiele von damals sieht. Ja, genau. Es geht nämlich einfach, also wir können die Sendung jetzt so nennen, es sind unsere persönlichen Highlights. Genau. Also Wendepunkte. Genau, und das Ganze so ein bisschen von Beginn an unserer Gamer-Karriere. Ganz angefangen, ich glaube frühe 90er haben wir beide so angefangen. Das ist halt von eurem Alter ab so. Wenn ihr eingestiegen seid, deswegen haben wir dann unsere persönlichen Momente rausgesucht. Die haben wir uns jetzt in den Ohren. Das heißt, wir werden uns auch streiten. Das wird eine hochemotionale Sendung werden. Ja. Weil das natürlich auch irgendwie so ein bisschen nostalgisch rosarot eingefärbt ist, was wir jetzt zeigen. Genau, das ist wirklich an Subjektivität nicht mehr zu überbieten. Ja. Denn da kann man ja wirklich sagen, so, aber ich habe damals, da habe ich irgendwie, das war Sommer 98, weißt du nicht mehr, da wo ich mit meinen Kumpels am Baggersee war und so, und da habe ich doch das und das gezockt. Und da sagt der andere vielleicht so, ist mir ja völlig Latte, weil da habe ich das ganz anders gesehen. Ja, das stimmt. Nee, das ist auf jeden Fall das ist sehr richtig krass. Wir haben uns auch totgelacht bei der Vorbereitung der Sendung, weil wir diese Videos, die wir jetzt zeigen, wir haben jetzt übrigens keine 8 Konsolen angeschlossen, was man eigentlich dafür hätte machen müssen, sondern uns Videos rausgesucht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ist jetzt auch nicht so im Detail wichtig, was ne, die Details der Grafik, sondern es ist eher so ein bisschen Nostalgie heute. Jedenfalls wir gehen auch darauf ein, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wir gehen jetzt irgendwie darauf ein, was war da wirklich für uns wichtig? Warum war das für uns so der Bam-Moment? Warum springen uns diese Spiele in den Kopf, wenn wir an beeindruckende Dinge denken? So? Und wie gesagt, wir haben uns totgelacht, weil sie eben teilweise gar nicht so beeindruckend mehr sind, gelinde gesagt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Es ist nicht ganz chronologisch. Wir haben jetzt nicht für alle Spiele das genaue Erscheinungsdatum rausgesucht, aber es ist so zu 90% chronologisch. Und die Auswahl dieser Spiele ist nicht nur subjektiv, von wegen, was hat uns am meisten geprägt, sondern natürlich auch davon abhängig, welche Systeme hatten wir damals eigentlich so und was haben wir eigentlich gespielt. Deswegen ist es jetzt keine absolute, wie soll man sagen, gerechte Übersicht über alle Systeme, so, sondern es ist einfach nur das, was wir gezockt haben. Und mein erster Gaming-Moment, ich fange jetzt einfach mal an. Oh ja, ich sehe ihn schon, was du hast. Mein erster Gaming-Moment war auf dem Super Nintendo damals. Sag es nicht, spiel einfach das Video ab. Soll ich es einfach anschmeißen und dann, okay, ich schmeiß einfach mal an. Das muss doch auch damit unterlegt sein. Wir müssen das Spiel sehen und dann kannst du irgendwie schon darüber. Genau, ich werde euch jetzt echt mal blenden mit diesem bombastischen Ausschnitt aus. Ach scheiße, jetzt steht es ja drunter, ne? Ne, wir müssen ja noch nicht reinkacken. Ja, jetzt springen wir mal rein ins Spiel. Wahrscheinlich zu spät. wir haben ja ein Spiel, das jeder, der ein Super Nintendo hatte, am Anfang garantiert auch gespielt hat. Oh ja. Und dieses Spiel nennt sich Super Probotector. Für die Nerd-Quiz-Absolventen unter euch, das Spiel heißt eigentlich Super Contra und wurde in Deutschland Super Probotector genannt. Das heißt, hier sitzen eigentlich Menschen rum. In Deutschland waren das Roboter. Einfach weil Deutschland so pazifistisch und antikriegerisch eingestellt ist, das wissen wir alle. Und deswegen sind hier stählerne Recken, die trotzdem bei einem Schuss sterben. Bei einem Treffer, meine ich. So viel zur Historie. Dieser Moment, den ich euch allerdings zeigen wollte, ist nicht das, was ihr hier seht. Denn davon gab es hier eine Menge Spiele. Es gab Street Fighter 2, es gab, keine Ahnung, alles mögliche auf dem Super Nintendo. Und es war alles ungefähr Metroid so. Metroid Prime. Und es waren diese typische 16-Bit-Grafik hier mit diesem Sidescroller-mäßigen so. Aber damals gab es einen Effekt. Und ich glaube, er hieß nicht Super FX, das war N64, sondern
Na, ich zeige ihn euch einfach mal. Ich habe nicht mehr die genaue Bezeichnung drauf. Ich springe mal ein wenig im Video. Pass auf, da kommt er. Jetzt kommt's. Und das war ein neuer Effekt, den konnte der Super Nintendo und der Mega Drive nicht. An alle Mega Drive-Besitzer, Super Nintendo. Ui, da kommt der Flieger rein. Oh ja. Ihr habt gesehen, er kam dreidimensional auf einen zu und das hat es einfach so noch nicht gegeben. Zumindest damals saß ich da. Ja. Und ich glaube, ich habe geweint. Das war auch der Moment, der, glaube ich, 95% vom Budget für das Spiel verschlungen hat. Wahrscheinlich, ja. Da haben wir jahrelang dran gearbeitet. Es gab noch andere Szenen im Spiel, die auch diesen Effekt genutzt haben. Dürft ihr gerne in die Comments schreiben, wie der genau hieß. Ich glaube, der hatte irgendwie so einen marketingreißerischen Namen. Ja. Und ich zeige ihn einfach nochmal, weil es so geil war. Da ist er. Also, tatsächlich, man sieht die ganze Zeit nur 2D, zwei verschiedene Ebenen, die scrollen, aber und plötzlich jetzt wird es ultra realistisch. Bricht aus dem Hintergrund ein dreidimensionales Flugzeug hervor. Ja. So, mehr will ich gar nicht zeigen vom Spiel, weil wir haben so viele Videos heute, dass wir springen müssen wie die Weltmeister. Das war jetzt also dein Wow-Moment? Das war mein Wow-Moment, genau. Ja. Und keine Ahnung, damals wurde ich dann zum Nintendo-Jünger und habe jedem Megadrive-Besitzer vorgehalten, dass Nintendo das kann und Sega gar nicht. Und dass sie sich gefälligst auf meine Seite schlagen sollen. Und Mode 7 wird hier gerade eingeworfen. Stimmt, Mode 7. Und jetzt kann ich auch weiter ausholen. Mode 7 war zum Beispiel jeder, der F-Zero gespielt hat auf dem Super Nintendo. F-Zero war das reine Mode 7-Spiel. Das waren so diese typischen eine Ebene, keinerlei 3D-Objekte, sondern ein Bitmap sozusagen auf dem Boden und man ist über flache Ebenen gefahren und darauf hat komplett F-Zero basiert und das habe ich auch bis zum Bersten gespielt und ja, genau, viele Super Nintendo-Spieler hatten das und das war so der kleine Bonus, den man hatte gegenüber dem großen Konkurrenten Sega. Ja. Und ich mache mal unsere Liste weiter auf, damit Johannes, der ja so, ich glaube, gefühlte 12 Jahre jünger ist als ich, sein erstes Highlight zeigen kann. Ja, also mein erstes Highlight ist auch aus der Super Nintendo Generation, das war auch Anfang der 90er, das kannst du jetzt auch mal direkt anmachen, das Video ist nämlich genau unter deinem gewesen. Okay. Du bist nun mal halt auch Wo war ich denn? Ja, du warst meinst? Da, ja, und einen da drunter. Runter, ach, da. Ach, da, ja. Genau. Ich mach's schon mal an, wir springen noch nicht rein. Das ist übrigens, das ist auch ein Spiel, wo wir uns, glaube ich, auch beide einig sind. Das war das davor auch, weil Probotector ist auch einfach ein super Spiel. Mhm. Da können wir uns drauf einigen, da gibt's noch keinen Streit. Mhm. Und ich glaube hier jetzt auch nicht. Nee. Denn was wir jetzt hier sehen, das ist das geniale, grandiose Starwing. Genau. Wie es in Deutschland hieß. Oder Star Fox. Mhm. Hieß es ja überall anders. Genau. Ja, und das war einfach, das war von Anfang an, war das einfach mein Spiel. Ja, das war einfach. Fahr mal ab. Ich meine, wir wollen noch ein bisschen was sehen. Wir wollen ein bisschen was sehen. Wir lassen mal ein bisschen laufen hier. Ja. Alleine schon dieses Menü, die Karte, wo du dann die verschiedenen Stages ausgesucht hast. Ah, genau. So. Und jetzt hat man immer, genau, man fliegt durch diesen Tunnel, ja, das sieht so ein bisschen wie die Todesstern-Animation im ersten Star Wars aus, ne, das stimmt, ist so ein bisschen, ne, du fliegst da durch und jetzt kommt gleich die Außensequenz, wo man aus dem Hangar rauskommt, von außen, sieht man den Hangar jetzt, das hat man ja vor jeder Mission gesehen, wie man da rausgeschossen kam. Ne, wie geht die Musik? Da läuft ja schon, ein bisschen fetziger. Genau. Jetzt hattest du immer du warst ja der Fuchs, du hattest ja dein Team dabei, du hattest den Hasen, du hattest den Frosch. Mhm. Wer war denn da noch? Die waren ja später immer dabei. Ehrlich gesagt, fand ich diese Tierfiguren, die haben mir das ganze Spielerlebnis ruiniert, weil ich wollte Star Wars spielbar haben. Ja. Gegeben haben sie mir Starwing mit irgendwelchen dummen Kleintieren, die da in irgendwelchen du musstest die Flugzeugen Tore saßen. So, ich musste da immer weggucken. So, nein, das ist kein Hase. Nein, ich bin Luke Skywalker. Echt? Ja, ich hab das so war das für dich? Ich war damals schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Oh, kennst du diese Roboter noch? Die hat man jetzt gerade da schon an der Seite gesehen. Die musste man ja auch dann hinterher haufenweise zu Klum schießen. Ja. Genau, technische Hintergrundinfo war damals, weil es auch so revolutionär war, das war der Super FX-Chip. Genau, den hatte der Super Nintendo. Super Nintendo kam ja
erstmal komplett ohne 3D-Fähigkeiten, bis auf den benannten Mode-7-Effekt aus Super Projector. Aus ProSieben. Aus ProSieben, der bekannte. Und hat dann, hat ja noch auf Modulen basiert, auf Spielmodulen. Und da ist die Framerate aber gerade. War teilweise grenzwertig, das stimmt. Jedenfalls haben sie dann in die Spielmodule einen weiteren Grafikchip eingebaut, der es möglich gemacht hat, 3D-Spiele zu spielen. Das heißt, Star Wars im Modul selbst hatte Star Fox ein integriertes Grafik-Dingens, mit dem plötzlich 3D-Grafik möglich war. So, und hier siehst du halt quasi das erste Mal auf dem Super Nintendo Polygone, das sind diese komischen Eckchen da, die ihr überall seht und entgegenkommen sieht. Und auf niedrigstem Niveau 3D-Grafik, wo es damals auf dem PC schon Wolfenstein und Doom gab. Und ja, die Konsolenspieler haben sich damals nass gefreut. Ich gehörte dazu. Ja, und, ich definitiv auch. Genau. Das war genial. Es gab dann noch den Super FX Chip 2, da kam dann Stunt Racer FX, das sah noch ein Quäntchen besser aus. So. Aber jedenfalls diese Methode, in das Modul selbst einen Grafikchip zu integrieren, das wurde dann immer weiter ausgebaut, bis das N64 kam. Genau, das ist, muss man wirklich mal hervorheben, was das eigentlich bedeutet. So, wenn das heute so wäre, also das gibt es heute nicht mehr, weil es einfach diese physischen Kassetten oder diese physischen Laufwerke für Speichermodule für Spiele einfach nicht mehr so wirklich gibt. Ja. Heute hast du alles, bekommst du das digital oder du bekommst es mal auf einer DVD oder wenn du irgendwie ein Handheld von Nintendo hast, dann kriegst du das auch mal irgendwie auf einer Speicherkarte oder sowas, dein Spiel. Aber du hast einfach nicht mehr so ein physisches Modul, was du so in deine Konsole reinsteckst, wo dann im Prinzip auch noch Hardware drin sein kann. Das war auch geil, wenn du so ein Spiel gekauft hast und hast es ausgepackt, das war ja auch ein optischer Gewinn, wenn du so einen Klotz in der Hand hast und diesen Klotz steckst in den anderen Klotz und dann macht es ein Klackgeräusch. Und allein das war ein Erlebnis so. Aber jetzt werden wir zu nostalgisch. Wir wollen ja eigentlich nur über Wir wollen heute nostalgisch werden. Wir wollen heute nostalgisch werden. Ist dir doch wohl klar. Aber ich mache jetzt mal aus hier, bevor wir den Endgegner spoilern. Das war Starwing, genau. Wir wollten euch das natürlich nicht zeigen, weil das Spiel kommt ja erst nächstes Jahr. Richtig, ihr wollt das ja alles noch spielen. Ja. Ich gebe da raus. Aber genau, das war so ein erster 3D-Moment, wo PC-Besitzer schon etwas bessere Momente hatten. Das zeigen wir nämlich gleich als nächstes. Aber hat mich damals mega aus den Socken gehauen und ja, wir machen mal schnell weiter. Wir wollen euch heute nicht langweilen mit vielem Gequatsch. Wir reden uns eh noch die Köpfe heiß über die einzelnen Themen. Wir können jetzt mal gehen auf... Ja genau, da gehen wir jetzt mal drauf. Du musst da gehen wir jetzt mal drauf. Aber wir machen das jetzt einfach mal an. Ja. Na gut. Ich muss es kurz suchen. Da siehst du es schon? Auch, ja, zwei drüber. Ah, ja. Das ist nämlich auch ein guter Übergang jetzt, wo wir gerade bei Starwing waren. Und jetzt könnt ihr sehen, was ist ein paar Jahre später auf der Nachfolgekonsole möglich? Genau, N64. So sah das Ganze nämlich dann auf dem N64 aus. Das hier ist Shadows of the Empire. Das werden auch einige von euch noch kennen. Genau. Das habe ich auch bis zum Get-No habe ich das gespielt. So, das ist auch diese Anfangsmission auf Hoth, wo man wirklich da im Gleiter fliegt. Jetzt ist die Mission schon durch. Das ist aber obwohl, nee, das ist nur die erste Stage. Lass mal, ja, da stimmt. Kommt jetzt ja, jetzt kommen ja noch die Läufer, die Imperialen. Genau, da war diese legendäre Mission, wo man dann die Kabel wie im Film an die Beine vom AT-AT schießen musste und einmal um den rumfliegen musste. Und das war super hakelig. Und man muss mal echt dazu sagen, was daran, ihr habt ja eben Star Fox gesehen, das war ein enger Korridor, in dem man sich frei bewegen konnte. Ja. Und das war schon beeindruckend. Hier kannst du frei über diesen Eisplaneten fliegen und das war für uns alte Säcke damals echt einfach mal... Das ist, ja, das war einfach mal unfassbar. Es gab zwar schon Rebel Assault, aber das war ein Filmchen, wo man das Steuerkreuz bewegen konnte. Das war nicht dasselbe. Und hier konntest du selber frei rumfliegen. Und vielleicht sogar aufgrund dieses Eisszenarios und so weiter sieht das heute schon... Also, ihr werdet noch schlimmere Trailer heute sehen. Ja. Das sieht natürlich extrem detailarm aus, aber es hat immer noch seine Wirkung, weil Originalarmaturen da sind, Original-Sounds. Auch das Fluggefühl, finde ich, ist halt echt nicht schlecht rübergebracht. Das ist nicht schlecht rübergemacht. Das bewegt sich irgendwie, so, das hat so Trägheitsmomente außen noch so, wenn du halt fliegst, dann gehst du noch ein bisschen weiter mit zur Seite, das sieht jetzt nicht so starr aus irgendwie. Jetzt hier diese Kabelsequenz hat man von außen gesteuert. Und das war immer super schwierig, weil da bist du dann ganz oft irgendwie mit der Seite, du bist dann seitwärts auf den Boden geflogen. Das ist so oft passiert und du bist da so oft zerschellt irgendwie. Ja. Aber was du gesagt hast, ist schon richtig so. Das war halt das erste Mal wirklich so eine Art Open World. Genau. Und so es war Star Welt, Wars und nicht irgendwelche dummen Karnickel und Füchse. Genau, das ist jetzt wieder bei dir. Das hat dich ja so gestört bei Starwing noch. Hier hast du jetzt wirklich, du bist Luke Skywalker. Du bist Luke Skywalker und ey, besser ging's damals nicht. Der Rest des Spiels übrigens... Fand ich sogar dann damals schon enttäuschend, dass es gab noch weitere Missionen, auch so flugmäßig und so. Aber alles, was bei Shadows of the Empire
Ego-Shooter-Part war schon damals jetzt nicht so die Crème de la Crème, sagen wir mal so. Ich fand's auch ganz nett. Also ich hab's gerne gespielt, aber das hier ist natürlich wirklich so die Signature-Mission von dem Spiel. Ja, genau. Das ist wirklich das, woran sich alle immer zurückerinnern werden. Und wir hatten ja auch mal einen Comment von wegen, wie wichtig Sound ist. Natürlich ist hier, die haben die Original-Sounds aus Star Wars und das macht natürlich unglaublich viel her. So. Muss man sich nicht drüber streiten. Aber da wollen wir jetzt mal nicht so weiter drauf eingehen. Weil wir brauchen jetzt erstmal Spiele, wo wir uns nicht so einig sind, weil bis jetzt finden wir alles richtig geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, ja, diese Einigung haben wir auch zusammengefunden. Also wir haben auch noch andere Leute gefragt, immer mal so zwischendurch, um diese Liste zu vervollständigen und haben gemerkt, egal wen wir fragen, es kommt komplett was anderes dabei raus. Ja. So, es kommt komplett was anderes dabei raus. Das ist das subjektivste Thema, was wir jemals hatten. Genau. Aber da kommen wir am Ende der Sendung nochmal drauf. Wir müssen jetzt mal langsam, wir sind ja sonst immer so PC-lastig. Heute sind wir bis jetzt sehr Nintendo-lastig. Wir bringen jetzt mal ein PC-Spiel. Wir sind sehr Nintendo-lastig. Ja. Und dieses PC-Spiel, suche ich, hilf mir gerade mal. Das ist, ist das fünfte von oben? Das fünfte oder? Von oben. Nee, da ist Duke Nukem. Zeigen wir Duke Nukem. Also wir haben kurze Sache, es gab schon vor Duke Nukem natürlich Doom, darf man jetzt wieder sagen. Ne? Es ist völlig indiziert. Ja, es ist. Es gab vor Duke Nukem Doom und das sah im Grunde ähnlich aus. Also die hatten alle so eine ähnliche Technik dahinter. Ich fand ja nicht, also ganz subjektiv finde ich das nicht. Genau. Johannes sagt, nee, Duke Nukem war irgendwie geil und Doom war halt, konnte nicht mithalten. Ja. Für mich war das alles eine Suppe und sowieso in weiter Ferne, weil ich immer noch auf Nintendo unterwegs war. Mach das jetzt an. Ja, warte, wir springen mal ein bisschen. So, ja. So, ihr seht hier die hochdetailliert ausgearbeitete City von Duke Nukem. Erzähl du mal, ist ja dein Spiel. Ja, genau, das war jetzt der Anfangspart. Da ist man ganz am Anfang ist man auf dem Dach vom Wolkenkratzer gestartet, dann ist man da runtergesprungen. Jetzt ist das die erste Mission hier auf dem Hollywood Boulevard, wo man ins Kino gehen musste. Und da hat man dann gleich schon diese Monster gesehen, diese Schweine. Genau. Sind dann da gleich auch angekommen. Okay, da kann jemand nicht spielen, offenbar. Ja, der wollte nur da oben halt hin. Wir haben jetzt hier auch keinen Sound, das macht das Ganze natürlich auch nicht so viel besser. Okay. Aber das, wir haben doch Sound. Ja. Also da schießt man, da sieht man auch schon die Figuren. Es gab noch keinerlei Möglichkeiten. Oh. Und dann immer die Girls, das die ist natürlich. Girls waren natürlich der Hammer, das stimmt. Und man konnte die Leinwand zerschießen. Mit dem Raketenwerfer hast du da vorne. Richtig. Das war jetzt natürlich auf jeden Fall ein Cheat, weil in der ersten Mission ist der Raketenwerfer noch sehr weit weg. Ja. Aber was man halt gut sehen kann, die Gegner sind nicht dreidimensional, sondern das sind einzelne Texturtapeten, die auf einen zukommen. Deswegen logischerweise auch aufpixeln. Ja, es gab keine Möglichkeit, die eh schon detailarmen Texturen weich zu zeichnen. Das heißt, man hat immer, wenn man rangegangen ist, diese einzelnen Pixelbrocken gesehen, die man hier sieht. Genau. Wo N64 dann eben schon diesen Schritt gemacht hatte, irgendwelche Weichzeichen draufzulegen. Deswegen hat man es aber dann auch dann irgendwann Nebelmaschine genannt, weil es eben das übertrieben war. Es war fast schon zu wischiwaschi. Ja. Aber hier sieht man schön gecheatetes. Gecheatet? Duke Nukem, ja. Okay. Du hattest da, also genau, er hat jetzt macht jetzt hier den Jetpack an. Okay. Aber es soll ja einfach nur ein bisschen das Spiel vermitteln. Es ist nur das gerade Spiel sehr dunkel. Genau. Da ist die dreiläufige Maschinenkanone, die man dann hatte. Mhm. Genau, und das war Duke Nukem. Das sieht natürlich heute, wenn du dir das anguckst, es sieht echt irgendwie unfassbar schlecht aus. Ja. Aber damals war es wirklich so das Nonplusultra, ne? Es waren einfach so die ersten Gehversuche im Ego-Shooter-Bereich. Ja. Nach Wolfenstein und Doom das nächste große Ding und Quake nicht zu vergessen. Quake, ganz und wichtig. Hexen nicht zu vergessen. Wir können unendlich aufzählen. Es gab so viele, es gab Blood noch zum Beispiel, es gab wie hieß es, Shadow Warrior. Gab es genau. Noch solche Sachen. Da ist ja gerade auch nochmal ein Remake rausgekommen von Shadow Warrior zum Beispiel. Aber all diese Spiele hatten halt gemein, die sahen ähnlich aus, sie hatten ähnliche Technologien dahinter. Und ja, waren so, ich glaube, Duke Nukem war von 96, glaube ich, ne? Ja. Haben wir, glaube ich, geguckt. Da können wir uns auch gerne korrigieren. Aber es war eben schon so ein bisschen, ja, 3D-Grafik war da und es fing an, sich langsam und stetig zu verbessern. Vielleicht ein paar mehr Texturdetails, vielleicht gab es irgendwelche Explosionen, die es vorher nicht gab und so weiter. Man hat dann ab da schon nur noch kleine Schritte gemacht. Deswegen aber zeigen wir Duke Nukem, weil Doom und Duke Nukem und Hexen einfach die ersten Spiele waren, die das überhaupt so möglich gemacht haben. Und später gab es dann im Grunde von dieser Grafik hier, von diesen Ego-Shootern, da kommen ja noch genug heute, einfach immer nur kleine Baby-Steps
um es immer besser zu machen. Aber dieser große erste 3D zu 2D-Sprung war halt sowas hier. Das war das. Das waren eben genau die Spiele, die wir eben auch schon genannt haben. Das waren einige. Also man muss schon sagen, dass das so Mitte gegen bis Ende der 90er, das war halt irgendwie schon die Ära der Ego-Shooter. Da gab es sehr viele. Die haben alle ungefähr so ausgesehen. Das hat sich dann halt leicht verbessert immer. So viele neue Effekte kamen halt nicht dazu. Dann hatte man mal ein bisschen höhere Auflösung. Mhm. Aber es gab nie irgendwie was, was dann die Texturen wirklich besser gemacht hat. Bis es dann zu einem großen Spiel kam, was wir dann gleich auch noch zeigen. Ja, weiß gar nicht, ob das so der... Also es waren für mich lauter Babyschritte, aber es gab zwei sehr wichtige Spiele, die wir gleich zeigen. Genau. Kleine Anekdote hier. Doch, das ist ein großes Spiel. Ja, okay. Ja. ich mache da einfach mal auch, weiter in der Liste. Genau. Das wäre dann, welches waren das dann? Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter noch, würde ich sagen, zu einem Ego-Shooter, der schon wieder auf einer Konsole war. Dann um das meinst mal damit jetzt, zu vergleichen. Du meinst jetzt, nenn mal den Namen? Nee, ich nenne den Namen nicht, aber der steht einen da drüber. Da steht einen da drüber. Ach so. Ja, ja. Ich habe gerade eben gesagt, auf den Konsolen hatte man ja immer so ein bisschen den Eindruck, oh Gott, die PCler haben uns ja was voraus. So. Und dann gab es halt eben auf besagten N64, wo wir eh schon was gezeigt haben, einen Shooter, den ihr alle kennt und liebt, den ich jetzt nur wieder mal finden muss. Da ist er. Und schon mal ein bisschen weiter nach hinten wieder noch. Das ist ja schon wieder... Das stimmt. Ja, also wir hören erstmal hier die Musik. Wir können einmal kurz die Musik aufdrehen. Ich finde ich sehr... Mach mal Vollbild. Schnell er da auch reingesteppt, ja, ne? Das war stimmt. Richtig. Also es war damals auf jeden Fall für jeden, der keinen PC hatte, die Offenbarung der Shooter überhaupt auf dem N64 neben Turok. Man hat es jede Menge gespielt und es gab einen guten Multiplayer noch dazu, also man brauchte nicht mal... Aber es sieht halt einfach mal aus wie ein Brechmittel, ne? Es sieht heute, aus heutiger Sicht, damals war das ja wirklich top-notch. Das sah wirklich so gut aus und man hat wirklich gedacht so, ey, dass ich sowas spielen kann aus der Ego-Perspektive. Und auch diese, genau, das mit der steigedämpften Pistole, die Geräusche, die Sounds. Ihr seht hier schon mal die Gegner, keine Bitmaps mehr, sondern echte 3D-Objekte. Dafür sehen sie aus wie Lego. Ist uns egal, weil sie reagieren auf jeden einzelnen Schuss. Ja. Du hörst sogar... Und man, du hörst, wie der Schuss auf den Körper aufprallt. Also das klingt jetzt ein bisschen, als wäre ich hier so ein Axtmörder, aber ich meine damit eigentlich nur, dass das voll geil ist, wenn man das hört. Und bei dem Spiel war es doch auch so, du kannst mich jetzt verbessern, aber du hast doch auch Blutflecken auf den Gegnern gesehen, oder? Genau, milchige rote Bluttexturen. Genau, dann ist denen so was Rotes auf da, sieht man es auch. Ja, also das war einfach nur der Hammer. Und es gab auf dem ganzen N64, es gab noch Perfect Dark später. Für mich ist es da nicht mehr rangekommen. Im Grunde ist GoldenEye das Spiel, was man, wenn man es N64 anmacht, vielleicht neben Mario Kart, ist das Spiel, was man auspackt. So. Deswegen treffen wir hier, glaube ich, auch echt mal den Mainstream-Geschmack, was Grafik-Highlights angeht. Ja. Aber das Schießen hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil diese Figuren plötzlich nicht nur einfach zerplatzt sind oder mit zwei Animationen irgendwie wie so eine Spielkarte umgefallen sind, sondern ne, richtige Animationen der Gegner. Genau, da hat man richtiges Feedback bekommen. Mhm. Die Gegner sind dann so richtig umgefallen und weggeflogen und haben nur noch so Geräusche gemacht und das war einfach nur... Ich spring mal bis zum Damm. Wo haben wir es denn? Weil das war auch so ein... Es ist ja schon drin, ne? Ah, verdammt, ich muss die Szene finden. Den Alarmknopf konnte man dann noch kaputt schießen, der ist dann explodiert. Ja. Übrigens genauso wie Stühle unten im Damm drin. Wenn man da Stühle und Tische hatte. Da ist ja der Damm. Ah, der Sprung, genau, wie im Film. Ja. Das ist schon der Abschluss der Mission. Aber hier seht ihr ihn, richtig diese krasse Sichtweite, die man hier hat. Aber guck ihn dir an, das ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist auf jeden Fall Pierce Brosnan. Ja. Auf jeden Fall haben ihn komplett nachgemodelt im Gesicht. Ja, mindestens ein Motion-Capturing-Ding, so ein fettes Ding ins Gesicht gemacht. Und er konnte sich an einem Tag eine Mimik aussuchen, die dann festgehalten wurde mit hoher technologischem Aufwand. Ja. Und so ist er dann da rumgelaufen. Nein, war uns ganz egal, hat uns total überzeugt. Super. Und mir läuft jetzt noch kalten Rücken runter, wenn ich sehe. Ich habe jetzt irgendwie schon wieder Bock, wirklich das zu zocken. Das war einfach ein gutes Spiel. Und es gab ja dann auch Mods, die es versucht haben nachzubauen. Es gab irgendwelche Fan-Made-Geschichten, die das auf den PC gebracht haben noch und so weiter. Aber
ich würde, wenn, dann überhaupt dann nur noch das spielen. So. Ja. Ich würde es jetzt nicht nochmal irgendwie gemoddet spielen, weil da ist ja nun mal dieser Nostalgiefaktor mit bei. Das stimmt. So, jetzt sind wir aber schon relativ weit gesprungen. Wir springen trotzdem nochmal kurz zurück. Jetzt müssen wir ein bisschen rätseln. Also wir haben jetzt hier noch dieses hier. Mhm. Wir haben jetzt noch dieses hier. Ihr seht das jetzt nicht. Und das ist extra, dass ihr das nicht seht. Genau, das ist extra, dass ihr das nicht seht. Und wir haben ja auch noch, nee, das war's ja schon. Wir haben noch diese beiden Spiele. Ja, dann bist du jetzt erstmal dran. Na gut. Wir haben so viel N64 gezeigt. Wir haben es nur einfach nicht in der Liste ist. Mhm. Aber was trotzdem ein unglaublicher Durchbruch war, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wir wollen Besonderheiten nennen, warum wir das hier aufzählen. Und Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1 war einfach mal der erste, wenn man heute Call of Duty den Vorwurf macht, dass zu viel Kino ist und zu wenig Spiel. Damals war das einfach, wow, endlich mal Kino und kein Spiel. Ganz genau. Und man da hat wurde das gesehen. Aber halt auch noch nicht übertrieben. Und man hat das gesehen und hat einfach nur gedacht, geil, das ist, endlich brauche ich meine Fantasie nicht mehr bemühen. Ja, aber endlich ist es so. Guck mal, guck dir das Wasser an. Ja, das war halt auch einfach mal. Die hatten da schon Effekte drin, die auch heute irgendwie noch zeitgemäß wirken. Ja. Einigermaßen. Ja, und Kamerafahrten halt einfach auch, ja. Ne? Genau. Und, Das war schon geil. Das, ja, das zieht immer noch. Genau, und das ist jetzt vielleicht nicht mal unbedingt das bestaussehendste Spiel der PlayStation 1, aber es ist einfach das bestinszenierteste. So. Das ist das filmnaheste und man hat das erste Mal das Gefühl gehabt, man ist Teil einer gut ausgearbeiteten Story und muss sich nicht alles selbst herbeidenken, genau. Da ist man eben schon auf der Spur. Lustig auch, wie auf der PlayStation 1 ein bekanntes Phänomen, wer es noch kennt, die Texturen haben gewackelt. Die haben immer so ein bisschen wie Wackelpudding hin und her gewackelt, ja. So. Was ich dann auch nicht so besonders mochte, aber hat man dann auch mit leben können. So. Und PlayStation 1 halt im Gegensatz zum N64 noch diese verpixelten Texturen. Ja. Dafür meiner Meinung nach aber mehr Details. Genau, also man. Wir springen mal so ein bisschen hier, ne? Allein schon ein Prolog für ein Spiel und so, war ja auch schon mal Hammer. Sieht man hier plötzlich die Schrift aufploppen und so. Also das war absolut genial. So, und dann ist man hier so rumgeschlichen, wir wollen jetzt kein Gameplay zeigen, aber wir gehen da jetzt mal raus, weil wir haben noch viel zu zeigen. Was jedem wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben wird, das ist das Geräusch, wenn dich eine Wache entdeckt hat. Ja. Das ist das, dieses Hui. Ist das nicht sogar immer noch drin in den Metal Gear Solid Spielen? Also ich glaube schon. Fast unverändert. Das ist eben das Geräusch dieser Reihe. Mhm. So ähnlich wie bei Tekken, die Schlaggeräusche, ne? Ja. Die sind doch auch immer noch so gleich scheiße wie früher. Ja, das sind eben so Sachen, die Fans dann auch haben wollen. Mhm. Das muss dann drin bleiben und das ist dann wahrscheinlich auch, wie wir das hier heute gucken. Wir gucken das und sagen, oh geil, das ist irgendwie, das catcht mich noch, das kenne ich noch von früher. Genau. Das ist genau das, was ich früher so gemocht habe. Und wenn du dann heute ein neues Spiel spielst, dann fändest du das doch irgendwie schade, wenn dann dieser Moment für dich irgendwie verloren geht. Und ganz im Gegenteil, wenn dich heute eine Wache bei im neuen Metal Gear Solid dann irgendwie sieht oder sowas und du hörst diesen Sound, dann denkst du auch so, es war schon geil damals, ne? Weißt du noch, PlayStation 1, irgendwie, das bindet dich. Es ist aber auch typisch japanisch, finde ich. Also, die Japaner machen das gerne. Final Fantasy auch ganz gerne mal, zeigen wir nämlich als nächstes. Final Fantasy. Ja, jetzt komm, du mach hier. Ja, ich spoiler schon wieder. Aber, Final Fantasy war nun mal auch einfach absolut wegweisend und hat alle anderen folgenden Final Fantasies geprägt. Über Sound, über Zwischensequenzen, über welches, alles Mögliche. Welches meinst du jetzt? Du meinst ja einen bestimmten Final Fantasy Teil, ne? 7. Ja. Es gibt eigentlich gar kein anderes Final Fantasy. Alles andere ist nur ein Abklatsch. Genau. Vergesst hier dieses, wie heißt das, 13? Ja, oder soll nicht sogar 15 kommt bald, ne? Mhm. Da, das finde ich so geil. Ich mach mal grad Stopp. Da wackelt's, ne? Was damals ja einfach mal neu war an diesem Spiel, das waren vorgerenderte Hintergründe, vorgerenderte Videofahrten, das lief ja so nicht. Und mittendrin in Echtzeit berechnete Figuren. Die halt jetzt geschuckelt haben. Jetzt, die haben nee, das heißt nicht nur geschuckelt, sondern die bestehen einfach mal aus 5 Dreiecken. Das sieht man auch später noch. Die Hintergründe von Final Fantasy versus die Figuren von Final Fantasy, das war einfach mal eine Diskrepanz, die ging gar nicht. So. Genau wie die Zwischensequenzen, die natürlich viel, viel besser waren. Aber damals haben sie sich das so hingeschummelt. Und für mich ist Final Fantasy VII deswegen durch diese Verbindung von Zwischensequenz und ja auch wieder Inszenierung und dann aber wiederum Gameplay
Einfach ein absoluter Meilenstein. So. Und sowieso für Rollenspiele bis dato war es dann halt, keine Ahnung, Chrono Trigger oder Secret of Mana auf dem Super Nintendo und sowas. Konkurrenz hierzu war dann vielleicht noch Zelda auf dem N64 dann später, etwas später. Und also das war einfach wegweisend so, dass man ein Rollenspiel hatte in dieser Inszenierungsstärke. So, jetzt sind wir hier mitten im... So sieht dann ungefähr das Spiel aus. Das heißt, statische Hintergründe, seht ihr gleich, da kann man nicht reinzoomen oder so. Da lief man dann drin rum. Aber ihr seht, wie diese Figuren sich absetzen vom Rest. Ja. Ne? Ein detailliertes Tor. Das wollen wir alles nicht sehen. Ein hochdetailliertes Tor mit irgendwelchen Schläuchen und Details. Und mittendrin dann diese da komischen... Da kommt jetzt aber die Kamerafahrt rein. Ja, da kam doch die Kamerafahrt. Ich bin ein Dummschwätzer. Aber vielleicht, also man konnte zumindest die Kamera nicht selbst steuern, soweit ich es in Erinnerung habe. Man ist hier, ne, auf diesen festgetretenen Faden und... Und auch hier wieder Musik, ne? Also Musik zieht ja, da auch einfach so. Der Soundtrack ist auch super. Genau. Jetzt kam der Switch in die Kampfsequenz und die sieht dann halt einfach auch schon mal schlechter aus, das, was man eben gesehen hat. So. Das finde ich auch lustig. Rundenbasierter Kampf, das gab es vorher schon, aber halt eben nicht in 3D animiert, dass da wirklich eine Figur durchs Bild springt und so ein Scheiß. Mhm. Einfach Hammer, also. Und gleichzeitig brauchen wir über die Story, glaube ich, nicht sprechen. Die war auch wegweisend und wie die Figuren gezeichnet waren und so. Nicht umsonst gab es einen Film dazu noch später oder mehrere Filme sogar, die das wieder aufgegriffen haben, Final Fantasy VII. Ein Remake gab es, mehrere Remakes, glaube ich, sogar. Also. Ja, es verkauft sich sogar heute noch, ne? Also ja. Es, auch heute die PC-Versionen, die gehen immer noch weg. Absolut, ey. Zu Recht. Also ich hätte schon wieder Bock, das zu spielen, wenn ich das sehe. Ja, gut, das aber ist nicht meins, deswegen bin ich übrigens auch die ganze Zeit so ruhig. Ah, okay, du bist ja gar nicht so... Bist Final nicht so Fantasy ist überhaupt nicht meine Tasse Tee. Deswegen okay. Lasse ich dich da auch gerade mal wirklich erzählen, weil du auch davon Ahnung hast. Mhm. Ja. Also bei mir war es damals so, ich habe ja schon gesagt, ich war Nintendo-Kid. Ich habe mir damals für Final Fantasy VII eine Playstation gekauft und nach Final Fantasy VII die Playstation wieder verkauft. Ist das so? Es ist wirklich so. Ich habe das gesehen bei einem Kumpel und habe gesagt, Alter, okay, sowas habe ich noch nicht gesehen, sowas will ich spielen mit komplexen Rollenspielen und 3D und alles. Und habe mir das dann tatsächlich dafür nur eine Playstation gekauft. So. Ja. Ja, also ich habe die Playstation, die steht bei mir heute noch rum und die steht da seit 1995. Okay. Und hab dein Playstation-Highlight, wollen wir das jetzt auch noch kurz zeigen? Oder? Ja, das ist eins der Highlights. Klar, kannst du mal kurz anmachen. Denn da gab es ein tolles Rennspiel, was eigentlich auch mehr so ein Actionspiel war. Es war ja mehr so ein, wirklich, es ging um die Atmosphäre darin und auch um den Soundtrack und alles, wie ihr hier vielleicht jetzt seht, es ist Wipeout. Wipeout, das, ja. Also wenn man sich das von der Grafik her, ist es schon wirklich auch irgendwie eine andere Geschichte, als also weil es natürlich auch einzelne Streckenabschnitte sind und so. Das ist aber trotzdem noch was anderes als jetzt Metal Gear Solid vorher und auch als Final Fantasy noch so. Es ist schnell, es ist irgendwie die Framerate ist sehr flüssig und du hast diese Waffen. Du kannst, es geht ja darum, dass du so ein Rennen mit Zukunftsgleitern irgendwie fährst, wo so mehrere Konzerne gegeneinander antreten. Irgendwie, das ist so der Rennsport der Zukunft und das ist so ganz hart und super schnell und da wird dann auch mit Waffen gekämpft, da wird sich gegenseitig mit Raketen beschossen und sowas. Hier, du hast ein Schutzschild. Mhm. Bei diesen blauen Pfeilen wirst du immer schneller und es war super schwer, das weiß ich noch. Das war einfach nur, ich weiß nicht, ob ich es jemals irgendwie sogar komplett durchgespielt habe, weil die PC-Gegner, die waren auch einfach schon sehr fies. Mhm. So, die KI da drin war echt stark. Also was mir jetzt auffällt als Nicht-Wipeout-Spieler, und das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, war tatsächlich, was du gerade meintest, die Framerate. Ja. War super wichtig bei Wipeout, dieses absolut flüssige Gleitgefühl. Genau. Was halt, keine Ahnung, wie viele Frames das jetzt sind, wahrscheinlich die üblichen 60 dann, wenn man sowas erzeugen will. Mhm. Aber es war immer immens wichtig und dadurch hat man so ein permanentes Fluggefühl irgendwie und das hat sich geil angefühlt. So. Ja, deswegen hattest du auch du hast so kleine Wipper hin und her, konntest du haben oder sowas, ohne dass das irgendwie träge war, dass es gestockt hat, so ein bisschen. Du hast jede Controller-Bewegung auch irgendwie gleich gemerkt. Ja. Nee, das war auf jeden Fall schon... Ich kenne viele Freunde, die es gespielt haben und gab ja auch viele Nachfolger. Ich glaube, mittlerweile ist das Franchise ein bisschen eingeschlafen. Ja, also mittlerweile ist das nicht mehr so groß. Aber ich weiß noch, dass das damals viele als... Genau, das war das F-Zero für die PlayStation-Leute. Die Musik war auch immer so ein Thema bei
bei Wipeout. Die Musik hat da immer groß mit reingespielt. Also ohne Musik will man es gar nicht mehr zocken, glaube ich, heute. So, ich schmeiß mal raus hier. Ja. Ja. Wir haben nämlich noch ein letztes Spiel aus der PlayStation 1 Generation und das will ich jetzt auch nochmal kurz zeigen, weil das quasi neben Metal Gear Solid und Final Fantasy 7 hatten wir jetzt noch, hat mich dann nochmal so als Rennspiel-Fan auch nochmal genau, prägt. Das ist dein Rennspiel jetzt. Mein Rennspiel, dein genau. Rennspiel. Wir springen das mal direkt wieder rein. Gespielt. Dein Rennspiel habe ich wieder, ne? Mm. Ich glaube, ich muss nicht mal sagen, was es ist. Jeder vernünftige Mensch weiß, was das ist. Alle anderen gehen jetzt bitte nach Hause oder gehen schlafen oder keine Ahnung. Nein, das war Gran Turismo und das hatte neben der Fahrphysik, übrigens ist es ganz schön laut hier, ne? Merke ich gerade. Ja. Wir müssen ein bisschen runterfahren. So. Es hatte neben der Fahrphysik eben auch wirklich detaillierte Strecken und Automodelle, die für damals halt, ihr kennt alle heute irgendwelche Forzas und irgendwelche Gran Turismo 6, da sehen die natürlich ein bisschen anders aus. Aber damals waren diese... Also die haben nur ein bisschen mehr bessere Spiegeleffekte hinten drauf. Ja, richtig. Also nein, aber das war einfach, das waren richtige Autos und keine Klötze mehr. Und man konnte irgendwelche Armaturenbretter erkennen, irgendwelche Auspüffe, auch wenn das hier nur eine Textur ist. Ja, was ich wollte das gerade sagen, der Auspuff, das ist halt hinten wirklich, seht ihr da diese Lichtschatteneffekte drauf? Das ist ja halt wirklich 1:1 Spiegelung. Ja, die hatten vom Polygon-Counter halt auch wirklich zu kämpfen, einen runden Kotflügel zu machen. Du siehst das hier, die haben da ja Ecken und Kanten, die natürlich nicht gewollt sind. So. Und natürlich haben sie es anders geplant. Mhm. Aber für die damaligen Verhältnisse waren das einfach mal fantastische Grafiken und noch dazu eben ein fantastisches Gameplay, weil es genau so eine perfekte Mischung aus Simulation und Arcade war oder vielleicht ein bisschen mehr Tendenz zu Simulation. Ja, also wenn ich es heute sehe, also wenn ich es damals gespielt hätte, ich habe es halt nicht gespielt, dann hätte ich auch gesagt, wow, das sieht echt gut aus, weil dann, man muss auch wirklich zugeben, das sieht für PlayStation 1 Verhältnisse, sieht das halt echt exorbitant gut aus. Fantastisch so, ja genau. Ja. Aber wir wollen mal aus dieser Ära aussteigen, weil Johannes und ich haben beide dann so einen Sprung gemacht. Und das ist ja, wir haben jetzt hier sogar drunter geschrieben, der PC-Block. Ganz genau. Weil es gab so einen Sprung so, ich weiß nicht, kann man jetzt grob schätzen, vielleicht 2000, 2001, 99, ich habe keine Ahnung, wo ich mir dann das erste Mal so einen PC gekauft habe. Nee, bei mir nicht. Ich hatte den schon immer. Also ich habe wirklich das erste, was ich so auf dem PC gespielt habe, das waren so Dune 2 und Command & Conquer 1. Damit habe ich so angefangen. Das war dann auch so 95. Okay, dann war es ein bisschen früher als ich. Und dann auch eine PlayStation. Ja. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann die PC-Spiele, ja, auch dann irgendwann abgefeiert. Ja. Mit einem bestimmten Spiel hat das dann richtig angefangen. Mhm. Oder mit zweien bei mir. Mit zweien, okay. Ja. Du meinst wahrscheinlich das untere. Richtig? Das hier. Ich meine das, ja. Du meinst das da. Das war das war so mein absolutes PC-Highlight ever, glaube ich. Mhm. Ich glaube nicht, dass es für mich jemals ein wichtigeres PC-Spiel gab als Half-Life. Half-Life 1, genau. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt quasi diesen großen technischen Sprung nicht erwähnt, der da in der Zwischenzeit passiert ist, nämlich diese 3D-Only-Karten für den PC. Die PCs eigentlich erst zu Gaming-Maschinen gemacht haben. Die hießen damals noch Voodoo und ich glaube, Riva TNT und so weiter. Und es kam dann 3DFX, oder? Das ja, genau, 3DFX, genau. Ja. Und es gab da so zwei große Konkurrenten. Irgendwann kamen dann die GeForce-Karten, die dann so nach und nach das hier übernommen haben. Mit diesem Licht und sowas alles. Und dann diese Greifmaschine, die da läuft, genau. Und jetzt musst du hier warten, stehst an der Ampel quasi. Also das war wirklich Half-Life, das war der absolute Sprung. Hier auch so der Lichteffekt, wenn da dieses Tor so aufgeht und so, das war absolut Hammer. Wenn man das dann vergleicht mit einem Duke Nukem, was nur 2 Jahre vorher war ungefähr, dann war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Absolut. Und vor allen Dingen, was mir hier auch wieder auffällt, wir hatten eben noch Metal Gear Solid, eine gute Einstiegssequenz macht bei einem Ersteindruck einfach wahnsinnig. Das ist wie mit einem Date oder so, wenn der erste Satz blöd ist, so, dann kannst du den Rest auch vergessen. Das stimmt. Und du kommst hier halt einfach rein und hast erstmal diese endlos lange Fahrt, wirst immer weiter runtergefahren. Das ganze, dieses ja sehr erwachsene Szenario, verglichen mit Lukem vor allen Dingen, wird dadurch nochmal gefeatured, dass dieser G-Man, den man später immer wieder sieht und so. Das war schon alles einfach nur richtig gut in Szene gesetzt.
Ja, und vor allem, man hatte das vorher auch noch nicht. Du bist da mit so einer Bahn durch so eine riesen Station gefahren und wusstest auch gar nicht, was abgeht, ja? Mhm. Du wurdest da so reingeschmissen und die haben dir gesagt, du wachst in dieser Bahn jetzt quasi auf und fährst einfach mal los und bist ein Typ, der da gerade zu seiner Arbeitsstelle fährst. Und du hast dann durch diese Tunnel, hast du dich da durchgequält so ein bisschen und hast wirklich, also mir ging das so, dass da war dieser Hall, der Sound hat gehallt überall, dann hat dir diese Frauenstimme da was erzählt und dir wurde fast so ein bisschen kalt, weil du so fast so den Beton gerochen hast, der da irgendwie so war. Also das hat mich richtig mitgenommen. Das war atmosphärisch sowas von dicht, auch wenn es für heutige Verhältnisse natürlich ein bisschen lahm aussieht. Ja, man kann auch mal vergleichen die Texturen, da dieses Nicht-Anfassen-Schild, das kann man kaum erkennen. Das ist einfach nur eine Matsche. Ja. Und oben das Exit-Ding, das halt blinkt, das ist da drauf gesetzt, weil das eben wieder ein eigenes Objekt ist. Das sind so Diskrepanzen gewesen, so, die gab es halt damals noch. Aber ich finde, ganz ehrlich, wir sind jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo man sich die Spiele schon angucken kann. Ja, man kann sich das angucken. Ich werde jetzt auch mal wieder Original Half-Life spielen. So, es gibt ja auch so viele Versionen, es gibt so viele Mods, aber ich glaube, ich werde auch mal wieder das Original Half-Life installieren, ohne Source. Ja, Black Mesa, ne? Hast du Black Mesa schon gespielt? Das Remake von Half-Life in der Source Engine? Ja, habe ich. Kann man spielen. Die Frage ist halt immer, wenn man so ein altes Spiel auskramt, ich will das haben. Ja. Und es sieht schlechter aus, aber es ist eben genau das. Es hat einen damals so beeindruckt und das, was einen wirklich daran noch beeindruckt, ist doch eigentlich eher die Story dahinter und vielleicht die Lichtstimmung, vielleicht irgendwie der ganze Look des Spiels und nicht so sehr die Details. Gesagt, das ist genau das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, finde ich, in der Modding-Sendung. Weil da sind wir darauf eingegangen, dass Mods im Prinzip auch ein Spiel verändern, dass sie ein neues Spiel erschaffen. Und wenn du wirklich das Spielerlebnis von damals nochmal haben willst, von vor 20 Jahren, dann musst du halt auch zurückgehen und musst wirklich dann auch das Spiel so spielen, wie es damals war. Also du musst dann die Originalversion von dem Spiel spielen, damit du dich auch wieder dahin zurückversetzen kannst. Richtig, sorry, mein Handy. Dein Handy. Da würde Half-Life jetzt auch drauf laufen. Ja, wahrscheinlich. Nee, nicht auf dem Handy. Aber absolut, genau. Da hängen sogar tatsächlich Emotionen an Grafik oder an dem Look des Spiels. Natürlich war das Spiel auch der Hammer. Da kam halt mal wieder alles zusammen, wie bei jedem Highlight. So. Aber das ist absolut, das stimmt für mich heute noch. Ja, wenn er da durch diesen Flur läuft, genau, jetzt kannst du da die Mikrowelle so lange anmachen, bis dieses Ding da platzt. Dieses Essen irgendwie. Ja. Und das ist einfach genial. Ja. Zu viel Half-Life, aber man merkt jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir, das war diese Spiele-Ära, die uns so richtig geprägt hat, so, wo wir wahrscheinlich bis unser Lebensende noch unseren Enkel noch damit nerven werden. Aber guck dir doch mal an, wie das für damalige Verhältnisse ist. Es gibt zwei Spiele, die mich auf dem PC, glaube ich, wirklich geprägt haben und die waren auch ungefähr zur gleichen Zeit. Das eine haben wir jetzt gezeigt, das andere ist nicht bei unserer Liste mit dabei, leider. Aber das ist auch, hat grafisch nie so wirklich in neue Sphären vorgestoßen. Das war für mich auf jeden Fall StarCraft. StarCraft. Das grafisch. War auch nicht, aber vom meinst vom, du meinst rein vom Look auch, oder? Einfach nur so vom Feeling. Ich habe sehr viel gespielt, so. Es war damals was Neues. Es war nach Command & Conquer hatte man auf einmal irgendwie ein Echtzeitstrategiespiel, was so ganz anders war. Was auch da im Vergleich damit zu Command & Conquer 2, was jetzt zu der Zeit dann noch aktuell war, war es halt wirklich ein Meilenstein. Und es war wirklich einfach so was ganz Neues. Es hatte ein viel schnelleres Spielgefühl. Also es war viel flüssiger irgendwie. Und es war einfach, es hat mich völlig begeistert. Ja. Das waren meine beiden großen Spiele. Das waren StarCraft und Half-Life. Das ist übrigens wie, ich mache mal gerne den Vergleich zu Musik oder zu Bands. Wenn du eine Band richtig gut findest, dann denkst du auch, dass der Sound des Albums gut ist, weil du diese Musik so abfeierst. Und man kann das gar nicht so richtig trennen. Es ist so subjektiv, dass man glaubt, das Spiel sah richtig gut aus. Man glaubt sogar jetzt noch, einfach weil man das Spiel so liebt. Wird dir keiner mehr ausreden können. Das finde ich so witzig. Und das ist der Grund, warum sich über Grafik auch so gut gestritten werden kann, weil jeder einfach sein Spiel liebt. Und man möchte einfach, dass die Grafik gut ist. Das ist wie mit der eigenen Freundin. Das hat Spaß. Nein, aber es ist auf jeden Fall nicht zu trennen. Und deswegen, aber damals war so ein Blender, also quasi die Pamela Anderson der Spiele, gab es dann gleichzeitig mit Half-Life 1. Und das sah besser aus. Das sah viel besser aus als Half-Life 1. Und es hatte auch gutes Gameplay und so weiter, aber es bleibt mir im Herzen, erzeugt das bei mir gar nichts. Aber wir müssen es zeigen, denn es hat... Das stimmt. Also von der Optik her ist es wirklich nochmal ein anderer Schritt. Es ist ein anderer Schritt. Wir müssen es jetzt kurz zeigen. Ja. Und das ist Unreal 1.
da sieht man auch, was du meinst, schon sofort die Lichtstimmung einfach. Ja, die Texturen waren besser, es gab mehr Details an den Wänden und so weiter. Alleine das Licht. Man muss nur sich das Licht angucken, wie das alles beleuchtet ist. Es war alles ein bisschen schicker, es gab auch gut inszenierte Momente, es ist leider sehr dunkel. Ich hoffe gerade, dass ich noch was Helleres finde. Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also es gab auch noch, die Waffen haben sogar irgendwelche Lichtspuren hinter sich gezogen und so. Es waren in erster Linie Beleuchtung und Texturen, die Unreal dann nochmal so ein bisschen abgehoben haben von Half-Life. Und es gab seitdem... Flackerndes Licht, da hast du es gerade gesehen. Also er ist gerade durch flackerndes Licht gelaufen. Und es gab auch diese bekannte Szene, wo so klack, klack, klack die Lichter angingen in so einem langen Gang und so weiter. Das war, glaube ich, damals auch sogar, wurde in den Trailern gezeigt. Ja, genau. Die man ja auch zu der Zeit nicht im Internet irgendwo bekommen hat, sondern da hat man sich dann schön die GameStar oder sowas gekauft. Und dann war das auf der Heft-CD. Ja, hat man dann solche Trailer zu der Zeit geguckt. Das war ja jetzt nicht irgendwie so, dass man bei ihm auf YouTube gegangen ist und das irgendwo im Bus auf dem Handy geguckt hat, sondern das war wirklich, das wurde zelebriert. Mhm. Du hast dir dann einmal die Woche oder einmal im Monat eine Zeitschrift gekauft und hast dann die CD davon eingeschoben, weil CDs ja auch gerade das neue heiße Ding waren. Ja. Und hast du den Trailer dir auf der CD angeguckt. Mhm. Und das war wirklich schon... Ja, genau. Das waren noch Sachen, da hat man das Spiel dann noch wirklich ernst genommen. Da wurden Spiele nicht wie so eine Massenware behandelt, sondern da hat man sich auf ein Spiel konzentriert. Man hat sich lange gefreut, bis es rausgekommen ist. Dann hat man es sich gekauft. Das kam dann noch in so einer riesen Pappbox mit allen möglichen Krams irgendwie, mit einem super umfangreichen Booklet meistens noch. Und da hat man es reingeschmissen und da hat man sich monatelang auch nur auf dieses Spiel konzentriert. Das ist natürlich ein Thema, da dürfen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil sonst werden wir echt zu rentnermäßig. Nee. Aber Unreal hat noch zusätzlich zu dieser Grafik auch noch was anderes losgetreten, nämlich dieses Wettrüsten auf dem PC. Also es gab dann irgendwelche Effekte, die auf den 3DFX-Karten liefen, auf der Riva TNT nicht und so weiter. Und mit Unreal hat das so ein bisschen gestartet, dass PCler immer so im Wettkampf hochgerüstet haben und je nach Hardware-Ausstattung die Spiele dann halt besser oder schlechter aussahen. So. Und das finde ich schon irgendwie... lustig, das fällt mir gerade auf, das ging da ungefähr los oder vielleicht bei manchen auch schon früher. Ja, das war eben immer schon der große Kampf Nvidia gegen ATI und AMD gegen Intel. Damals war es eben nicht unbedingt Nvidia. Also Nvidia war quasi ein bisschen Nachzügler. Ne? Ja. Also die haben Nvidia, die sind ja dann, also die hatten ja vorher noch so ein kleines, haben ein bisschen Schattendasein geführt. Ja, also 3DFX war absolut dominant. So. Ja. Es gab sogar eine eigene Schnittstelle, Glide, was quasi die Alternative zu DirectX war. Und dann konnte dann das vielleicht sogar wieder schneller laufen. Also es war kompliziert. Es war eine komplizierte Zeit und es hat viel ausgelöst, weil ab da war die Unreal Engine, also die Technik, die dahinter steckt, auch immer wieder Vorreiter für Grafik und für weitere Entwicklungen im Ego-Shooter-Bereich. Wohingegen die Half-Life-Engine zum Beispiel, was wir gerade gesehen haben, das war noch die alte, ich glaube Quake 2-Engine, wenn ich mich nicht irre, die sie da ein bisschen hochgerüstet haben, dann aber seltener angepackt haben, weil John Carmack dann auch schon das nächste gemacht hat. Das wurde dann damit losgetreten und jetzt nähern wir uns genau dieser Phase, nämlich jetzt habe ich mich leider verquatscht, weil ich zeige noch ein kleines Gegenbeispiel. Wollen wir das noch kurz bringen hier? Mach mal, ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Kleiner Ausbruch aus dieser 3D-Grafikkartenentwicklung wäre für mich Outcast. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch noch kennt. Outcast oder auch Comanche, die hatten beide nämlich die Voxel. Schmeiß es an. Voxel Engine, siehst du es hier irgendwo? Ja. Ich sehe es nicht. Falls alphabetisch sortiert ist, kann ich mir immer ungefähr denken, wo es ist. Ah, du bist so ein Fuchs. So. Ja, das ist Outcast. Das ist Outcast. Jetzt sieht man leider nicht, was ich meine. Denn warum ich das Spiel zeige, ist nicht, weil die Grafik so toll war, sondern weil die Grafik ein ganz anderer Versuch war. Mhm. Ich mach mal gerade Stopp hier. Ja. So. Nämlich war das die Voxel Engine, die eben nicht auf Polygonen basiert hat, also quasi einzelnen geometrischen Figuren, wo dann Texturen draufgeklebt wurden, sondern die Voxel Engine, fragt mich nicht, wie sie funktioniert, aber was sie erlaubt hat, waren gerundete Umgebungen. So, und dann, das sieht ja im Prinzip nicht so toll aus, was man hier sieht,
Was aber neu war, war, da sind runde Hügel. War es an der Voxel Engine nicht so, dass du im Prinzip nur die Textur hattest und du konntest diese Textur formen, wie du wolltest? Das war, glaube ich, der Clou da. Da sollten wir uns nicht vorwagen in dieses Terrain. Ich traue mich nicht so richtig. Ich glaube, es war nicht so, dass du halt, dass du geometrische Blöcke gebaut hast, die du dann mit Texturen belegt hast. Das habe ich ja gerade gesagt, genau. Ja, genau. Ja. Und, sondern du konntest der Textur eine Form geben und deswegen konntest du die quasi ziehen, wie du wolltest. Und deswegen sieht man auch, wenn da so Hügel und diese komischen Spitzen, die da rausgucken, die sehen so aus, als hätte man diese Textur genommen und hätte die wie so ein unaufgeblasenen Luftballon einfach so hochgezogen. Mhm. Ja, das kann gut sein. Also ich glaube dir alles, was du sagst, weil ich weiß es nicht so im Detail. Ich weiß nur, dass ich damals halt durch diese Landschaft gelaufen bin. Also es ist auch lange her, deswegen berichte ich mich da, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, aber ich glaube, das war in ungefähr so. Genau, was auch möglich war damit, waren schicke Wasseroberflächen, die sich bewegt haben. Die seht ihr jetzt hier. Ist natürlich jetzt für Leute, die gerade noch Skyrim gesehen haben, witzig so. Aber ja, das war, die rippeln so ein bisschen. Und das ist natürlich der Hammer. Das war damals absolut... So, das ist ein ganz anderer Look und vorher hat man einfach nur, okay, Ego-Shooter, noch höher aufgelöste Oberflächen, noch mehr Firlefanz. Das hier war ein ganz neuer Ansatz. Comanche hat es vorher gemacht, kam vorher raus. Die Voxel-Technologie ist seitdem so ein bisschen in den Schubladen der Entwickler verschwunden. Irgendwann mal wieder wurde danach gerufen, dass sie die weiterentwickeln, aber ja. Witzig auch, kleine Anekdote, man konnte das hier nur in 512x284 spielen, höher ging die Auflösung nicht, weil das sonst kein PC mehr stemmen konnte. Das ist irgendwie witzig. Und heute spielt man das mit dem Taschenrechner. Ja, absolut. So, das war Outcast, sollte es einen Nachfolger geben, sollte es ein Remake geben. Remake gibt es, glaube ich, für eine Mod für Crysis oder so, ich weiß nicht genau. Mhm. Nachfolger, der hat es irgendwie nicht geschafft. Das Spiel war ziemlich nett, es war so ein besonderes Rollenspiel, aber müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Wir gehen es weiter im Programm und da haben wir hier einen Titel stehen, der für mich, oder willst du, war das für dich auch so ein Highlight? Das war für dich. Das war schon wieder für mich. Das war für dich. Gut, dann mache ich es mal. GTA 3. Also jetzt werdet ihr sagen, GTA 3, es gibt doch schon... Du musst auch nicht immer die Sachen einfach ansagen, du kannst mal direkt das Video anmachen. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, man kann es ja auch mal changieren. Also, dann zeigen wir GTA 3 mittendrin. Und gucken uns das mal an. Weil, kann ich jetzt ja auch mal sagen, was natürlich, also ich habe es auch gespielt, aber ich bin ja jetzt, klar fand ich es auch gut zu der Zeit, aber es war jetzt nicht so, dass es mich immer so mega bewegt hat. Mhm. Was aber natürlich da der große Sprung war, wir kennen alle GTA 1, GTA 2, das sind so Dinger, die man von oben sieht. Mhm. Das ist so quasi so eine kleine Matschepampe, die da unten rumfährt. Das hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Da so auch die Leute zu überfahren so und wirklich da total frei zu drehen und irgendwelche Knarren sich zu holen. Also was man da eben machen musste. Was jetzt hier natürlich der Unterschied war, das war echt fucking 3D. Mhm. Ja, das hast du mir das vorweggenommen. Deswegen hat es mich beeindruckt. 3D ist jetzt nichts Besonderes. Ich würde es noch weiter fassen. Es war eine offene Stadt. Genau. Das war dieses Open-World-Prinzip, was heutzutage jeder Billo-Entwickler versucht einzubauen. Es ist ja fast schon verboten, mittlerweile lineare Spiele zu entwickeln, wenn man von der letzten E3 spricht. So. Was schade ist. Was auch schade ist, ich finde es tendenziell aber eher gut. Jedenfalls diese frei befahrbare Stadt damals in 3D, nicht irgendwelche schlauchigen Level wie bei Shootern und so weiter, das war für mich einfach mal so, weiß ich nicht, hatte ich vorher so noch nicht gesehen, hat mir ein völlig neues Spielgefühl ermöglicht und wieder Technik ermöglicht neue Freiheiten, neue Gameplay-Freiheiten. Ja. Ich kann dazu mal eine Anekdote, die wollte ich vorhin schon bringen bei Doom. Ich lasse mal ein bisschen laufen, wir können ja ein bisschen zugucken. John Carmack hat nämlich letztens gesagt, dass er die Schritte, ganz egal wie hoch sie sind bei Grafik mittlerweile, überhaupt nicht mehr relevant findet. Er will wieder so ein Erlebnis erzeugen, wie hier zum Beispiel frei begehbare Stadt oder damals erstmals 3D-Grafik. Und für ihn ist deswegen diese Oculus Rift-Geschichte, an der er mitentwickelt, ein viel, viel größerer Sprung als fotorealistische Grafik. Die kann noch so gut werden. Er meinte, die Spieler wollen wieder so einen nächsten Sprung haben fürs Spielgefühl, was Technik erlaubt. Und das schafft nur diese Brille. Oder ja, nicht nur diese Brille, aber halt man muss was anderes, einen anderen Effekt einfach erzeugen. Mal so einen Effekt, so genau, weil im Grunde hat er recht. Man kann im Grunde, man nimmt sich jetzt diese Szene, packt da überall unglaublich viele Details und Tapeten drauf, aber im Prinzip ist es ja dasselbe. Ja. Die Watch Dogs. Es ist keine Veränderung GTA 4 in dem so. Sinne. Es ist nur eine, es werden neue Details hinzugefügt. Es ist aber keine Veränderung also wirklich vom Spielgefühl her. Genau. Und das, also bin ich auch voll auf deiner Seite. Also er will einfach, und auch auf seiner natürlich, John. Ne? Also er möchte da wirklich was ganz Neues erschaffen und das geht irgendwie einfach nur, wenn man irgendwie auch physisch
was anderes macht. Ja. So, weil man da nicht nur, man muss ein Spiel auf ein anderes Level heben und das geht dann auch so weit, dass man irgendwie dann die Steuermöglichkeiten verändert und sowas. Nur dadurch kann man Gameplay dann wirklich auch noch verändern. Genau, und so ein neues Erlebnis. So, ich gucke mit dem Kopf nach links in meinem Raumschiff und sehe die Armaturen. Ja. Ist einfach nochmal tiefer rein ins Spiel, nochmal mehr Realitätsflucht. Nicht so, dass wir das unterstützen wollen, aber das wollen wir alle. Mhm. Und das hat GTA 4 bei mir geschafft. Also ich habe das deswegen sehr viel gespielt und deswegen auch... GTA 3, Entschuldigung, deswegen auch San Andreas und Vice City und GTA 4 und so weiter, ich habe die auch viel gespielt und die haben viele Neuerungen reingebracht, aber ich war jetzt nie wieder so angetan davon so. Und auch GTA 5, was für mich fast das beste Spiel aller Zeiten ist, hat nicht diesen Effekt gemacht bei mir so. Stimmt, es wurde nur in Sachen in Game Design wurde was verbessert, es wurde halt die Optik verbessert, die Landschaft ist noch größer geworden, es lief flüssiger, vielleicht solche Sachen. Genau. Aber du kannst trotzdem immer noch nicht besser eine Geschichte erzählen, unbedingt. Und so, also darum geht es ja auch. Dass das ist einfach dieses Spielerlebnis, wie tief kann ich reintauchen, genau. Trotzdem machen wir jetzt weiter im Programm mit stetiger Verbesserung von 3D-Grafik, weil es ist nun mal so, dass es passiert seit 10 Jahren so ungefähr. Und da fangen wir es einfach mal mit. Aber da ist, glaube ich, vorher wirklich noch das, was davor, danach auf der Liste steht. Du meinst das hier? Ja. Okay. Obwohl, das ist ja ungefähr die gleiche Zeit. Es ist eine ähnliche Zeit, ja. Aber egal, wir können gerne das machen, weil es ist ja wieder mal, jetzt wirst du gleich wieder anfangen zu heulen, wenn ich das anmache. Freue ich mich schon so ein bisschen. Ja, da freue ich mich aber auch drauf. Und im Grunde könnt ihr es euch schon denken, wenn wir eben schon so einen halben Orgasmus hatten, dann hier jetzt, komplett fertig, sind wir hier jetzt wirklich mit nass. Mit der nächsten Sequenz. Ja. Aber vielleicht soll ich springen? Oder willst du es mal? Wir genießen mal einfach so diese... Wir genießen jetzt die Welt des Gabe Newell. Wollen wir ihn zeigen? Er ist nicht da. Er ist diesmal nicht am Start. Nicht am Start, ne? Gut. Rise and shine, Mr. Freeman. Ja, das ist wirklich, ich glaube auch immer noch heute, dass ich sagen kann, dass es mein All-Time-Favorite-Spiel ist. Ich glaube, es ist mein Lieblingsspiel und es wird es auch immer bleiben. Half-Life 2. Weil du gar nicht mehr so begeisterungsfähig bist, weil du ein gesättigter alter Mann bist. Nee, bin ich hängen geblieben. Ab da gab es auch wirklich diesen Moment, den du eben bei GTA 5 hattest, dass dich nichts mehr wirklich begeistern kann. Hm. Also ich habe bei Half-Life 1 noch gedacht, wow, wie sieht das denn aus und sowas alles und was passiert denn da? Und dann wurde die Geschichte hier auch noch weitergeführt und das war einfach die perfekte Fortsetzung und es war dazu auch einfach einer der besten Ego-Shooter, die es halt jemals gab. Also es werden auch alle sagen und die Grafik hat einfach auch einen neuen Meilenstein gesetzt, weil ich meine, das Spiel ist von 2004. Ja, das ist 10 Jahre alt. Hm. Und das sieht halt so aus. Und ich muss auch sagen, ich spiele das heute immer noch einmal im Jahr, spiele ich Half-Life 2, glaube ich, durch. Okay. Also es ist wirklich bei mir seit Jahr und Tag im Steam drin. Steam kam ja damit auch erst auf. Ich sage jetzt einfach mal nichts dagegen, weil wahrscheinlich schlägst du mich dann, ne, wenn ich jetzt irgendwas... Nee, du darfst nichts dazu sagen, das stimmt. Okay. Wir gucken uns das einfach mal an. Hier die Bahnhofshalle, genau. Da, oh. Ah, okay, ey. Ich bin aber ganz auf deiner Seite, Mann. Na, es ist wirklich, wenn man mal bedenkt, dass das 10 Jahre alt ist und sich heute mal Watch Dogs daneben stellt, dann ist das gar nicht so eine große Veränderung, oder? Ich weiß nicht. Ich will nichts sagen. Ich habe Angst, dass du nicht schläfst. Nein, es ist wirklich fantastisch. Also muss ich mache gerade mal Pause trotzdem, weil ich diese Bahnhofshalle einfach mal als... Siehst du das Drehkreuz? Das? Ja, warte, ich suche mir nochmal einen guten Punkt aus, wo wir... Ja. Gerade hat er nochmal so nach links geguckt. Na, mach schon. Mhm. Jetzt quatscht ihr erst. Weil ich diese Bahnhofshalle einfach so als... schon die Beleuchtung, dieses dynamische Licht, was hinten durchkommt durch den Zaun und so. Also für mich, ich habe das ja auch noch so im Kopf, was ich damals so faszinierend fand und das war ja einfach mal Physik. Ja. Physik, also quasi diese wie hieß sie gleich, der Staubsauger. Diese Waffe da, mit der man Gegenstände hin und her schubsen konnte. Ach, und so wie Gravity Gun. Gravity Gun. Ja. Nerdquiz, 0 Punkte. war erstmal der Hammer, hat quasi genau das gezeigt, was dieses Spiel neu macht, nämlich Physikspielereien. Mhm. Und noch nicht zu vergessen, Gesichtsanimationen. Ja. Hat man diese auch gerade schon gesehen, das ist ja die erste Punkte. Szene, die man sieht. Genau. Ist ja der G-Man, wie er dich wieder aufweckt quasi. Ja. Und vorher haben wir einen in solchen Szenen tote, blockige Gesichter angestarrt und plötzlich ist da jemand, der sowas
im Blick hat, den man quasi ernst nimmt als Figur. Ja. Absolut Hammer. Dann auch, wie gesagt, wie die Einleitung, wieder ein Prolog, ne, wie du ins Spiel eingeführt wirst, wieder sowas, okay, erstmal nicht sofort Gameplay und so geht das Deckungssystem und so geht bla und gleich die erste Explosion, sondern ein ruhiger Einstieg in die Atmosphäre und irgendwie das Gefühl so, ja, genau, jetzt möchte ich rausfinden, was hier los ist. So. Genau, aber du bist halt auch schon drin. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie am Anfang ein Tutorial kriegst und ja, drücken Sie jetzt bitte Control, um sich zu ducken. Und dann irgendwie, sondern du wirst da so, genau, wie du das gesagt hast, du wirst halt da langsam irgendwie rangeführt, steigst dann da aus, gehst da durch und dann eskaliert das so langsam. Dann wird die Situation immer brenzlicher. Und dann findest du dich auf einmal da wieder, wie du auf diesem Dachboden wegläufst vor den bösen Wachen und die dann hinter dir her schießen. Und was ja dich auch interessieren dürfte und was du ja auch bei Half-Life 2 wahrscheinlich so richtig geil fandest, weil ich kenne dich da ja, ich weiß ja, wie du da tickst, das fand ich ja natürlich auch super. Und das waren damals diese vielen Details. Flaschen liegen da rum und sowas. Dann liegen da überall so alte Kartons rum und so. Und das sind nicht nur so Bitmaps, sondern die sind wirklich da. Ja, ja. So Sachen, die da halt so Details sind da überall. Also und du läufst auch über diesen Dachboden zum Beispiel dann später und dann fliegen da so Tauben vor dir lang und so. Einfach so kleine Sachen. Und da sind überall so Stromkabel, die wippen so im Wind rum und so. Dann ist da so ein Spielplatz, wo du später noch lang gehst, wo dann irgendwie so komische Würfel sind, die sich bewegen und sowas, wenn du da lang gehst. Es gab diese Flugzeuge, die mit ihren Propellern unten geflogen sind und mit dem Wind, den sie erzeugt haben, die Strommasten haben flattern lassen, also diese Kabel da. Ja. Das ist so ein Scheiß irgendwie und da dachte man irgendwie so, ja genau, das ist das, was mir immer gefehlt hat, warum ich die Welten nie gekauft habe, so ungefähr. Mhm. Diese Welt hast du gekauft, natürlich mit dem Vorteil, dass sie unbelebt war, weil sie ausgestorben war. Aber eben auch das realistisch nachempfunden. Das haben sie gut hingekriegt. Das haben sie verkauft, weil das Teil des Szenarios war. Ja, das ist Teil des Szenarios, aber es war auch wichtig, weil sie haben die perfekte ausgestorbene Stadt erschaffen, so für die damaligen Verhältnisse. Und ich bringe es trotzdem mal, weil wir müssen ein bisschen Gas geben. Auch wenn ich hier gerne das ewig mehr weiter angucken würde. Aber es gab einen Konkurrenten dazu, der quasi andere Dinge geiler gemacht hat. Dafür aber die Dinge, die wir jetzt gesagt haben, nicht so. Aber von der Realitätsnähe, sag ich jetzt mal so, war City 17 einfach ungeschlagen. Das stimmt, ja. Aber jetzt gehen wir natürlich in deinen. Nee, gar nicht so. Ich bin auch Half-Life-Fraktion, aber ich habe damals trotzdem Doom 3 so gefeiert. Ich mach's einfach mal an. Ich lass mal laufen, während wir sprechen. Oh, ist jetzt mittendrin, genau, ist jetzt nicht die Opening-Szene, die ist da auch sehr cool, aber ich wollte ein bisschen auch die Gegner zeigen und so. Was man hier halt sofort sieht, Licht und Schatten. Ist einfach ungeschlagen. Doom 3, die Schattenwürfe damals von den Gegnern waren einfach nur auch da eine bedrohliche Atmosphäre. Jetzt sieht man wahrscheinlich gar nichts mehr bei euch zu Hause. Ist aber leider so. Das Spiel ist sehr dunkel und hat überall diese glänzenden Oberflächen, diese metallischen Strukturen, die sich dann so später auch, sag ich mal, wieder über Design richtig gut abgesetzt. Wir sehen das Polnische. Okay. Ja. Polnische Zombies, das sollen die schlimmsten sein. Nein, okay. Jedenfalls Licht und Schatten, ganz neu, sehr plastisch wirkende Oberflächen, fand ich auch sehr cool so. Nicht so dieses einfach nur zwar detailliert gezeichnete, aber wenig Oberflächenstruktur, so das war das hier. Und eben auch Atmosphäre. Also wenn später dann diese Höllenelemente in dieses sterile Metallszenario eindringen. Dürfen wir das hier überhaupt zeigen? Da fliegen Gehirne rum. Ach klar, wir haben doch eben schon bei Duke Nukem platzende Gegner gezeigt. Ja. Die waren viel detaillierter. Aber das hier sieht echt aus. Okay. Nee, das ist auch schon wirklich, deswegen ist die Welt ja auch so dunkel, weil es eben so viel mit Licht gespielt hat und weil es eben auch diese Atmosphäre erzeugt hat. Man hatte so eine Taschenlampe, das war so eins von diesen Taschenlampenspielen, mit denen man dann so durchs Dunkle durchmachen musste. Und das hat alles wieder mal, und deswegen zeige ich dieses Spiel nicht nur, weil es so geil aussah, sondern Technik, die neues Gameplay erlaubt hat. Ja. Nämlich Licht und Schatten. Bei Half-Life war es eben noch die Physik und andere Dinge. Hier war es eben Licht und Schatten und das hat komplett irgendwie ein neues Spielgefühl erlaubt, auch wenn es seine Schwächen hatte, Doom 3. Also es war teilweise ein bisschen zu gleichbleibend, das Gameplay, und es war ein bisschen zu linear, aber es war einfach revolutionär diesbezüglich. So. Ja. So, ich gehe mal raus. Das war Doom 3. Wir springen wieder ein bisschen in der Zeit. Und jetzt sind wir wieder bei Johannes Thema, was ihn bis heute in seinen tiefsten Träumen verfolgt. Und das ist. Ja, das ist jetzt nicht so krass. Das war jetzt nicht so der Riesenmoment wie bei meinem absoluten heiligen Gral. Aber es war schon auch cool. Ja. Ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Da stimme ich dir zu, weil es auch gameplay-mäßige
Geschichten. Genau, mach einfach mal an. Ihr hört es vielleicht jetzt schon am Soundtrack. Genau, man muss nur diesen Soundtrack hören, dann wissen alle schon Bescheid. Mhm. Und ich weiß noch damals, da habe ich zu der Zeit, als das rauskam, immer mit Freunden dann irgendwie am Wochenende auch mal LAN gemacht oder sowas. Man hat zusammen gezockt und dann wurde mir dann irgendwann erzählt, so du, ey, da kommt bald so ein Spiel. Das ist dann nicht irgendwie wie bei Half-Life oder sowas, dass man irgendwie da rumrennt und man hat eine so eine große Map und man hat so ein paar Waffen, sondern da kommt ein Spiel raus, wo es riesige Maps gibt und dann kannst du nicht nur als Soldat da rumlaufen, sondern du kannst Flugzeuge fliegen, du kannst Panzer fahren und du kannst einen fucking Flugzeugträger rumfahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Das stimmt nicht. So, das ist absoluter Bullshit, was ihr da erzählt. Und zwei Monate später haben wir das gespielt. Ja, ich war damals jeder hat es gespielt. Jeder hat es gespielt und es hat wirklich funktioniert. Keiner konnte sich das vorstellen, dass das irgendein PC von irgendjemandem stemmen kann. So. Mhm. Und du hast es wirklich gespielt, hier, Battlefield 1942. Ja. Und, es ging. Es ging wirklich. Es sind Panzer da unten gefahren, es sind Leute rumgerannt, so. Du bist mit dem Flugzeug, ist dir einer über den Kopf geflogen und so. Und das war wirklich so der erste große, offene Multiplayer-Shooter. Ja, absolut. Nee, wir haben das damals wirklich sehr viel gespielt. Ja. Das ist einfach, weil es ist im Grunde, jeder, der früher Räuber und Gendarm gespielt hat in seinem Garten mit seinen Freunden, das war die spielerische Umsetzung vom großen Sandkasten des Cowboy-Spiels. Auf jeden Fall, das war der feuchte Traum. Absolut, du kannst halt einfach mal alles ausleben, weil du einfach diese kompletten spielerischen Freiheiten hast, die unter anderem durch die Technik ermöglicht wurden. So. Und durch die Grafik. Ach, das war einfach genial. Und wieder haben wir sowas, deswegen haben wir eben GTA 3 gezeigt. Deswegen zeigen wir jetzt Battlefield 1942 und nicht 2, 3, 4 und so weiter. Weil danach wurde dasselbe Prinzip immer nur besser gemacht. Ja. Besser gemacht, besser gemacht. Das ist aber auch noch so. Das waren einfach so diese Milestones und das lässt einen von Bildschirm sitzen. Nicht wie echt es aussieht, sondern was ist da plötzlich möglich. Wobei es natürlich auch super aussah zu der Zeit. Ich meine, guck dir die Grafik an. Das kann man sich heute auch noch gut angucken. Das geht ja. Und damals war es halt wirklich, da hat man wirklich gedacht, so, wie echt kann das denn noch aussehen? Mhm. Wir springen trotzdem schnell mal weiter, weil so spannend das auch sein mag. Wir handeln das jetzt einfach mal ab so, weil das ist ja, wir wollen euch da aber noch ein paar Sachen zeigen, die halt wirklich auch wichtig waren. Ja, wir nähern uns ja auch langsam der Neuzeit. Und es gab noch, vielleicht überspringen wir sogar ein, zwei Spiele, mal gucken. Aber nicht das, weil das war auch noch einer der absoluten. Genau. Jetzt sind wir quasi, wir haben gerade gesagt, neue Gameplay-Möglichkeiten durch Technik. Jetzt sind wir bei einem Spiel, was gar nichts Neues geboten hat, was ich genauso gespielt habe wie der ganze andere Rotz, der vorher auch schon draußen war, obwohl es offene Karten hatte. Es sah einfach unglaublich geil aus. Genau, jetzt kommt das Spiel. Und das war quasi so, okay, es ist mir scheißegal, was ich da mache, ich will dieses Spiel spielen und will eigentlich nur da sitzen und mir den Sonnenuntergang angucken. Genau, jetzt kommt nämlich, ihr wisst alle, was jetzt kommt, wahrscheinlich der hübscheste Shooter, der jemals irgendwie entwickelt wurde und so lange auch noch die Leute gefesselt hat, bis heute. Und jetzt guckt euch das einfach mal an. Guckt euch dieses Spiel an. Das Spiel, was würdet ihr schätzen, aus welchem Jahr stammt dieses Spiel? Richtig, es ist von 2007. 2007. Ja. Und wir sehen hier 2007. Crisis. Und das ist einfach mal, das sieht einfach so unglaublich gut aus. Das ist verdammte 7 Jahre her. Und deswegen gibt es Menschen wie uns, die so ein bisschen immer eine Träne verdrücken, wenn sie neue Spiele sehen, weil wir seitdem eigentlich nicht aufs Neue beeindruckt wurden. Wenn man es mal ganz genau nimmt, gibt es immer wieder so einzelne Elemente, lass mal weiterlaufen, die dann wieder besser wurden. So. Aber ey, das ist einfach so eine Vegetationsdichte, so eine Sichtweite, solche Texturen, so eine Animation, das war einfach nur. Bei der Szene, wie hast du die gelöst? Kann ich jetzt ja nochmal fragen, so, weil ich habe die auch ungefähr 20 Mal gespielt, glaube ich schon. Messernden Menschen, die da reinlaufen und James Bond-artig alle von hinten abknallen. Ja, ganz genau. So bin Sniper ich nämlich auch. Sind feige Schweine. Ich bin vor allem auch nicht der bei so einem Spiel irgendwie mit einem Raketenwerfer die Tankstelle hochjagt und dann irgendwie so mit gezogenen Waffen da reinrennt, so Rambo-mäßig. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer versucht, alle irgendwie so lautlos, wie es ging, umzulegen. Absolut. Und das ist verdammt nochmal von deutschen Ingenieuren entworfen worden, dieses Spiel. Deswegen ist es einfach sowieso nicht mehr zu schlagen. Nein, aber es ist einfach für die damalige Zeit so grandios gewesen. Ja. Und auch heute noch nicht drüber sprechen. So. Die Optik ist heute noch komplett state of the art. Mhm. So, außer vielleicht jetzt ein paar Details an den Figuren, an denen man sich noch aufregen kann. Genau, Gesichter wurden seitdem verbessert. Aber dieser Blur-Effekt, wenn eine Explosion neben dir ist, so der Staub ist auf deinem Visier drauf und sowas, das ist noch heutige
Ja? Heutiger Standard. Genau. Man konnte es damals übrigens auf keinem PC in diesen Einstellungen flüssig spielen. Das ist ja ultra high. Alles auf Maximum. Das konnte eigentlich kaum einer spielen. Es ging gar nicht, glaube ich. Ich glaube, es gab kein System, wo man das flüssig spielen konnte. Ich glaube, es wurde auf fremden Planeten nach einem Material geforscht, mit dem man damals Chips herstellen konnte, die das unterstützen. Nee, aber die Leute von Crytek haben gesagt, wir machen ein Spiel, was in 4 Jahren immer noch geil aussieht, weil ihr dann die PCs habt, um es zu spielen, so ungefähr. Und das ist genau das haben sie gemacht. Das ist genau die richtige Einstellung. Und seitdem dieses Spiel hier nicht so einen großen Erfolg hatte wie Half-Life, Doom und Konsorten, sondern eben nur vielen Leuten als Grafikdemo diente, viel raubkopiert wurde und so weiter. Seitdem hat das kein Entwickler mehr gewagt, sich so weit nach vorne zu wenden und so sehr die PCler zu bedienen. Das war das letzte, wir reizen den PC aufs letzte Ausspiel. Seitdem hat sich das eigentlich keiner mehr getraut. Ja. Und das ist halt ein bisschen traurig daran. Was dann daran angeschlossen hat, sorry, das war ja wirklich, da muss ich jetzt nochmal einhaken, weil genau dieser Schritt, den hat man dann ja im nächsten Spiel gesehen. Denn wir sind uns da, glaube ich, auch einig. Im Prinzip sieht Crysis 2, wenn man mal ganz ehrlich ist, sogar schlechter aus als Crysis 1. Crysis 2 sieht schlechter aus als Crysis 1, ganz klar. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben in der letzten Sendung über die Politik gesprochen, PC-Spiele runter zu drosseln, quasi, damit sie den anderen nicht die Show stehlen. So. Ja. Das ist genau so bei Crysis 2 passiert. Das ist entwickelt worden für alle Plattformen zugleich, damals noch für PlayStation 3 und Xbox 360. Und es wurde nicht für den PC irgendwie nochmal ein extra Händchen angelegt, beziehungsweise wir wissen alle, wie aufwendig das ist. Man braucht dann ja zweimal Texturen, zweimal Objekte, zweimal die Level-Designs und so weiter. Das ist auch verständlich, dass sie das nicht machen. Aber dadurch sah Crysis 2 tatsächlich, bis auf einige Post-Processing-Effekte, wie, keine Ahnung, Rauch und so ein Scheiß, vielleicht noch ein paar Gesichter, sah es eigentlich deutlich schlechter aus als Crysis 1. Deswegen haben wir es jetzt auch nicht in unserer Liste. Crysis wird es wahrscheinlich sogar für heute das bestaussehendste Spiel bleiben. Außer, nee, ganz am Ende kommt noch eins, was ist vielleicht dann nochmal so ein bisschen besser. Da können wir doch jetzt eigentlich schon mal einhaken und können jetzt, glaube ich, mal so das beste Spiel zeigen, oder? Ja, genau, wir schließen es gleich an. Ja. Es ist auch aus der Reihe. Crysis 2 war nicht so schön wieder, da sind wir uns einig. Aber das hier ist für uns beide, ganz subjektiv gesehen, immer noch das bestaussehendste Spiel, was es momentan gibt. Ja, kann man schon so sagen. Ich streite mich manchmal so ein bisschen drüber, ob Battlefield 4 im Singleplayer nicht besser aussieht, weil da von wegen Gesichtstexturen und so weiter ist da eigentlich auch kein Kraut gegen gewachsen. Zerstörungssystem, Explosionen und so weiter. Ist sehr stark. Ich bin ja auch immer noch großer Battlefield-Fan. Und also ich ziehe das Battlefield-Gameplay auch immer noch dem Gameplay von Crysis vor. Ja. Aber optisch, kann denen einfach keiner was. Richtig. Und das ist jetzt die PC-Version. Es gab ja auch dann für die alten Konsolen-Versionen von Crysis 3. Ja. Und das ist einfach auch mal das meiner Meinung nach bestaussehendste Last-Gen-Spiel für die alten Konsolen, weil das sah natürlich längst nicht so aus wie so, aber es sah fantastisch aus trotzdem. Ja, gut, da sehen wir jetzt gleich noch was, da hast du ja, wo du noch nicht so viel Erfahrung mit hast, da streite ich mich ja vielleicht noch so ein bisschen mit dir, weil da haben wir auch noch ein Spiel, das kannst du jetzt auch nochmal zeigen, das ist fast. Wir machen jetzt mal einen kleinen, spulen wir ein bisschen tempomäßig vor. Ja, das Spiel ist nämlich für mich das Spiel der letzten Konsolengeneration. Ja, herzlich willkommen in der Welt von Nathan Drake. Das hier ist Uncharted 2. Und das ist immer noch das Spiel, bei dem ich echt immer noch fast weinen muss, wenn ich es einlege in meine gute alte PlayStation 3. Wenn man sich überlegt, dass das eine PlayStation 3 ist jetzt, was man hier sieht. Und eben gerade haben wir ein Monstrum von PC gesehen, der Crysis 3 stemmt. Oh ja, und jetzt siehst du auch gleich den Tempel. Dann, Alter, wie gut sind denn diese Figur bitte aus? Du kennst das nicht, ne? Du kennst dieses nicht Spiel mehr, nicht. Dann, ich kenne Bilder. So, dann warte jetzt mal, bis wir in diesen Tempel hier gehen, den wir jetzt sehen. So. So. Das denkst du doch gerade auch, das oder? Das war mein Gedanke, hat ihn ausgesprochen. Das ist Uncharted 2. Das ist schon geil, ja. Achso, ich darf das nicht unterbrechen, ne? Das wäre Gottes Lästerung. Du darfst das natürlich unterbrechen. Ich möchte gerne mal hören, was du dazu meinst. Wahrscheinlich wird es ja nicht besser als das hier, deswegen. Spul mal ein bisschen, du kannst mal ein bisschen spulen noch, weil jetzt gleich kommen wir dann wahrscheinlich. Genau, da kommen diese ganzen Kletterpassagen. Diese Lichteffekte, die Spiegelungseffekte auf den metallenen Oberflächen. Lass einfach mal laufen. Ist ja auch. Ja, genau. Uncharted wird ja immer wieder als was kann ein PC grafisch leisten, wenn es exklusiv entwickelt wird für eine Konsole so. Ja.
das ist so das Vorzeigespiel dafür. Und du siehst Hammer, hier, warum. Das ist Uncharted Hammer, 2. Ja. Danach kam auch noch ein dritter Teil, der meiner Meinung nach aber nicht so gut war. Uncharted 2 ist echt mein absolutes Lieblingsspiel der PS3 immer noch. Mhm. Nee, ist echt, also ist ja auch PlayStation exklusiv. Ist das ja auch nicht für die Xbox gekommen. Mhm. Und du verstehst jetzt vielleicht schon ein bisschen, warum ich so auf Uncharted 4 warte. Absolut. Wenn man sich das anguckt. Weil Uncharted 3 war auch nicht wirklich viel schlechter, weil es jetzt irgendwie schlechter aussah oder so. Mhm. Sondern es war einfach vom Gameplay her meiner Meinung nach nicht so gebalanced wie das zweite. Nein, es ist einfach nicht. Wir reden ja hier von Steps, von Sprüngen, ja, von Einzelnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Uncharted 3 nochmal einen Step gemacht hat zu dem hier. Nee, also optisch war das wirklich keine große Veränderung. Mhm. Kann man jetzt nicht sagen. Geht ja auch nicht. Und genau, ich glaube auch, dass man da sehen kann, dass das Maximum ist, was man aus einer PS3 rausholen kann. Ja. Und vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, wie groß sind denn eigentlich die Level? Sind das irgendwelche Schläuche oder so? Nein, das sind ja auch noch offene Level hier scheinbar. Genau. Und nee, ich bin echt beeindruckt. Es waren zwar lineare Level, aufgebaute Level, so, aber das war auch ganz krass, was da jetzt gleich kommt, dieses Schwungrad. Da war so ein riesiges Rad, was sich da gedreht hat, was an einer Stelle kaputt war. Mhm. Und da war, wenn du eine dicke Anlage hattest, ist dann auch wirklich dieser Sound, wenn das Ding an dir vorbeikommt, das ist so, wuff, das fetzt dir so fast die Ohren ab, wenn du genau daneben stehst. Das sehen wir jetzt gleich vielleicht nochmal. Und 3 war auch einfach zu actionlastig. Du hast zu viel geballert bei Uncharted 3 und hattest nicht mehr so viel diese Kletterpassagen wie hier. Mhm. Und das sind diese Jump-and-Run-Passagen wie das hier. Die haben das Spiel einfach so, da ist dieses große Rad. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja. Jetzt muss man sich Dolby Surround vorstellen. Ja. Genau, dieser Sound war das. Warte. Mhm. Puff, das kam dann so an dir vorbei. Und also hier wurde einfach noch so, war die perfekte Balance zwischen Schießen und Ballern. Mhm. Schießen und Ballern. Schießen und Klettern. Mhm. Und das hat die Szene hier jetzt auch vorgemacht. So, da musst du halt nicht schießen, sondern da wird nur geklettert. Und dafür gab es dann andere Sequenzen wieder, wo du dann halt mehr geschossen hast. Nee, ich bin echt beeindruckt, weil ich habe immer behauptet, GTA 5 sei das hübscheste Spiel. Bin ich vielleicht immer noch dabei, wegen der technischen Hintergründe sozusagen. Ja. Belebte Stadt und so weiter, aber rein vom optischen Wert her ist das wirklich heftig so. Und das ist hier auch drin, ne? Das ist ja wirklich ein Indoor-Level. Draußen sah das Ganze dann irgendwie teilweise noch schicker aus. Mm. Ich breche das mal ab hier, ne, an der Stelle. Wir gucken uns dann nochmal zusammen, zeige ich dir ein paar Videos und dann bringe ich dich dazu, dass du dir das Spiel nochmal kaufst. Oder ich leise es einfach mal aus. Wir haben ein paar Spiele übersprungen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch zeigen oder wie lange sind wir denn jetzt bis jetzt eigentlich? Über eine Stunde. Ja, ist okay. Also, man kann damit endlos weitermachen. Ein Spiel sollten wir mal noch zeigen, weil wir können ja noch die Verbesserungen von GTA 3 zeigen zu dem, was heute Rockstar-Spiele so leisten, wie sie heute so ungefähr aussehen. Da haben wir nämlich eins, was noch da unten mit drin krepelt. Welches meinst du? Achso, das da. Ja, genau das. Ja, gut. Das können wir machen. So als kleinen Abschluss zeigen wir dann noch was von Rockstar. Genau. Im Vergleich zu GTA 3 sieht das hier nämlich sehr viel krasser aus. Ja. Mit Barney McFarlane. Hm. Nee, Red Dead Redemption war, genau, das war schon, da haben sie schon das haben sie mit Max Payne weitergemacht und mit GTA 5 vielleicht noch ein Quäntchen besser, ich kann es nicht sagen. Aber die haben wirklich ihre Open-World-Spiele so hochgetrimmt mit der Zeit, dass man am Ende sich gefragt hat, wozu brauche ich eigentlich noch eine PlayStation 4? So, wenn das alles möglich ist, in der Größe, in den Dimensionen. Aber Max Payne Dimensionen, war ja kein Open-World-Spiel. Hm? Max Payne war ja nicht Open-World. Nee, aber trotzdem war das dieselbe Grafik-Engine und sie haben da einige Dinge gemacht, technisch gesehen, die sie dann bei GTA 5 wieder eingebaut haben. Mhm. Und das war nicht umsonst, sagen wir es mal so. Ja, und Red Dead Redemption ist auch heute immer noch was ich gerne spiele. Mhm. Ich versuche gerade mal hier genau ein bisschen diese offene Welt. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz das beste Beispiel, aber jetzt es war halt diese weiten Ebenen, die man hier hatte und das war irgendwie schon was Besonderes, das stimmt. Ja. Ja, die ganze Atmosphäre, dieses, du hast dich irgendwann echt gefühlt wie der Lone Ranger, so wenn du da nachts durch die Steppe geritten bist und irgendwo dein Zeltlager so aufgeschlagen hast und so. Du wolltest echt irgendwie so dir deine krümelige Marlboro so an der Stiefelsohle so anklopfen und dann mit so einem Streichholz so anmachen, so während du davor auf der Couch gesessen hast. Genau. Das hat dich irgendwie so reingezogen, also ging mir halt echt so. Ja. Also war für mich auch so ein perfekt umgesetztes Szenario, was vorher so ein bisschen in Open World ja gar nicht vorkam. So, ja, ne? Ja. Deswegen, aber ich gehe jetzt trotzdem mal raus und wenn wir das noch zeigen, dann zeigen wir auch noch das hier. Ja.
Und wir hören vielleicht auch mal genauer hin. Wir hören auch mal genauer hin. Na los! Nein, er hat's unterbrochen, verdammt! Darf doch nicht wahr sein. Diese Sau! Also, das hier ist Elder Scrolls Oblivion und das hier war für mich bei Rollenspielen das, was GTA für, wie nennen wir sie denn, Open World Action Games oder was auch immer so. Ich habe damals die ersten Videos von Oblivion gesehen und mir lief echt auch nur wieder so die Spucke aus dem Mund. Und auch das sieht, ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob es nicht sogar schon gemoddet ist von der Sichtweite her, das Video. Trotzdem sah es damals einfach fantastisch aus, wenn man über diese weite Ebene geguckt hat. So. Und das war einfach neu, sowas gab es nicht. So, die haben das damals technisch gesehen erzeugt damit, dass sich sehr viele Elemente stark wiederholt haben. So. Also es war wirklich Baum, 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 Hügel, Hügel, Dungeon, Dungeon. So. Wenig eigenständige Spots, an denen du hängen geblieben bist, anders als die Gothic-Reihe zum Beispiel, die das irgendwie besser gemacht hat, dafür aber auch kleiner war. Aber das war für mich auch nochmal so ein Step hier. Auch wenn Morrowind das schon hatte, so größtenteils, was hier drin ist, war das halt dieses, Alter, da sind diese Bäume und diese raschelnden Blätter und so. Und das war so ein bisschen dieses, ich schlag ein Picknick auf und fühle mich wohl so. Ja, und deswegen hat mich Skyrim auch nicht mehr so gekriegt. Also Skyrim war zu Oblivion kein so großer Sprung, wie es Oblivion zu Morrowind war, grafisch gesehen so. Mhm. Aber... Ja, bin ich bei dir. Also, verstehe ich. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen aus unserer eigenen ursprünglichen Liste rausgekommen, aber ich glaube, die letzten Spiele brauchen wir nicht mehr unbedingt zeigen. Ja, ne? So haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich glaube, das ist auch echt ein guter Abschluss irgendwie. Also wir haben ja gesehen, da gab es einige Spiele, wo wir gesagt haben, sind unsere absoluten Meilensteine. Mhm. Hat man, glaube ich, auch rausgehört, dass von uns da ein bisschen Herzblut drin steckt. Ja. Irgendwie. Und da gab es auch wieder Spiele, wo wir uns jetzt nicht ganz einig waren. Mhm. Wo wir das vielleicht ein bisschen anders sehen als der jeweils andere, aber es ist eben auch, man kann ja nicht alles zocken und man kann auch nicht alles gut finden. Das stimmt, ja. Und dafür sitzen wir hier. Das Interessante einfach an diesem Thema heute ist, deswegen bitten wir euch sogar in die Comments zu schreiben und zu sagen, nein, ihr habt ja überhaupt nicht recht, das sind ja komplett die falschen Titel gewesen. Das ist das subjektivste Thema, hatten wir schon mal gesagt. Und eben diese Verbindung zu den Emotionen, die man damit hat, so, deswegen, wir haben bestimmte Systeme ausgelassen. Wir haben zum Beispiel in dieser ganzen Shooter-Phase von Half-Life 2 und so weiter, haben wir die PlayStation 2-Ära zum Beispiel nicht so wirklich, das war ein bisschen unterbeleuchtet, nicht, ne? So genau. Also ist im Grunde, das ist unsere Gaming-Karriere gewesen, so ein bisschen gestaucht in, was hat uns beeindruckt. Und ihr habt das alle ganz anders, deswegen postet fleißig in die Comments, was ihr jetzt quasi da noch vermisst in dieser Liste. Gibt jede Menge dazu. Aber ja, nicht nur das, also ich finde, ihr solltet reinschreiben, was für Titel da noch reingehören, aus eurer Sicht, was euch irgendwie besonders bewegt hat, das könntet ihr natürlich irgendwie mal schreiben, könnt das auch ein bisschen ausführen, was genau daran, aber was mich auch interessieren würde, wenn ihr mit uns da übereinstimmt, habt ihr da vielleicht sogar noch andere Sachen, die bei den Spielen, die wir gezeigt haben, euch irgendwie begeistert haben? Mal bessere Szenen oder was? Und wenn ja, was irgendwie? Oder warum war das Spiel für euch besonders? Was hängt da mit euch irgendwie zusammen? Was gibt es da emotionale Bindungen irgendwie? Das ist auch ganz interessant, finde ich vielleicht. Weil ihr habt jetzt hier die Beispiele gesehen und vielleicht habt ihr, während ihr das geguckt habt, auch gedacht so, oh ja, weißt du noch, damals irgendwie, das muss so 99 gewesen sein. Das ist so, das war ein guter Sommer. War das. Vielleicht gab es ja den Moment da für euch auch. Und dann schreibt uns das doch auch bitte. Ja. Das fänden wir super. Also ich bin vielleicht auf die Zukunft gerichtet noch gespannt, ob ich so eine Erlebnisse nochmal habe. Ja. Also so eine wow, das ist ja komplett was Neues, Erlebnisse. So. Und ich momentan habe ich ein bisschen die Angst, dass das nicht passieren wird, weil alles, was ich sehe, sind Weiterentwicklungen von dem, was es schon gibt. So. Wir haben jetzt diesen Open-World-Trend, jedes Spiel wird Open-World, so. Aber was kommt danach? Was erlaubt uns dieses Spiel? Kann ich mir da endlich, keine Ahnung, die Farbe meiner Socken aussuchen? Oder wie wollen sie das Spielgefühl verbessern? Klar kommt das Division und The Witcher und so weiter. Vielleicht sind es die Online-Elemente, die dazukommen, die das Spielprinzip erweitern. Aber ich bin noch nicht so richtig, also ich habe noch kein Spiel auf dem Schirm. Vielleicht könnt ihr uns da auch belehren, was eventuell der nächste Sprung sein könnte, wo man wirklich irgendwie sowas, was man vorher nie machen konnte in Spielen, wegen der Technik. So. Genau, und da würde ich jetzt mal sagen, als Abschlusssatz können wir nur sagen, wir gehen jetzt mit John Carmack Achterbahn fahren und freuen uns mal auf das, was uns da in nächster Zeit noch so erwartet. Genau. Vielleicht gibt es für uns ja noch einen neuen Aha-Moment. Hoffen wir es. Okay,
Macht's gut. Erstmal gut, bis dahin. Wir sehen uns. Genau. Bis bald. Ciao.